Herzlich willkommen, hereingetreten ins Studio von Stricker TV, erstmals live auf YouTube, Facebook, Periscope. Tretet hinein und nehmt euch an der Nase, denn wir alle leben in einer Bubble. Die Medienwelt ist eine Bubble und wir alle sind einer drin. Und darum halten wir uns alle selber an die Nase, weil wir wissen, dass wir selber in einer Bubble wohnen. Aber Stricker TV ist dazu da, dass ihr, liebe Gäste, tretet rein, es hat doch Plätze frei, nehmt doch Platz, dass wir uns alle unsere Bubble ein bisschen schrumpfen lassen. Und wie geht das besser als mit einem ganz besonderen Gast, den wir schon wiederholt bei Stricker TV begrüßen dürften, das zu erörtern. Und zwar aus einem ganz besonderen Anlass können wir wieder Erwin Kessler begrüßen, der mit uns zusammen heute etwas zu feiern hat, und zwar 30 Jahre VGT, Verein gegen Tierfabriken, seit 30 Jahren ein scheinbarer Sisyphus-Kampf, zumindest von außen betrachtet, denn die Tiere leiden weiterhin, aber es sind viele Erfolge erzielt worden und der VGT hat viele Hindernisse und Dinge zu überleben gehabt in den 30 Jahren, gegen viele Dinge ankämpfen müssen, gegen Justiz und Verwaltungswillkür, gegen Verleumdungen von verschiedenen Seiten, gegen Medienmanipulationen und sogar noch gegen Rückenschüsse eigentlich auch von Seiten von Leuten, die eigentlich auf seiner Seite stehen sollten. Und dann natürlich zum Schluss vielleicht noch können wir noch über das eklatante Fehlen des Klage- und Beschwerderechts für Tierschutzorganisationen besprechen, das ja, wie jedem einleuchtet, ein großes Manko darstellt im Kampf gegen Tierrechtsverletzungen. Aber ich habe jetzt genug geredet. Ich übergebe jetzt gerne das Wort an Erwin. Vielen Dank, Erwin, dass du gekommen bist. Und ich bin schon mal sehr gespannt, was du als 30-jähriger Präsident vom Verein Tierfabriken zu berichten hast. Dankeschön. Ja, ein Jubiläum ist immer auch ein Anlass für Rückschau. Und was besonders interessiert, das merke ich auch jeweils auch aus Journalistenfragen, was haben Sie erreicht, ist immer die erste Frage. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Manchmal habe ich in depressiven Stimmungen das Gefühl, ich erreiche gar nichts. Und dann sagt mir mein Umfeld wieder, schau mal, was du schon alles erreicht hast in dieser Zeit. Da wird aufgezählt. Und zum Beispiel? Die Erfolge, reden wir mal von den Erfolgen, die kann man unterscheiden in Einzelfälle. Da haben wir eine ganz lange Erfolgsliste, auch online, die kann man anschauen. Größere und kleinere Erfolge, das sind Sanierungen von Landwirtschaftsschulen. Das war eine Zeit lang so ein Hauptthema. Psychiatrische Kliniken, Landwirtschaftsschulen, die Landwirtschaft angeschlossen hatten, Schweineställe meistens und ganz, ganz üble. Da kann ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich praktisch alle Klöster, Landwirtschaftsschulen und psychiatrischen Klinik mit Landwirtschaft in der Schweiz saniert habe. Mhm. Also ich bin systematisch angegangen und habe angeprangert und so nach vielen Widerständen wurden dann eins nach dem anderen saniert. Also das heißt, die ganz üblen Tierfabriken wurden dann verbessert. Das ist heute so auf dem Niveau von Labelstellen. Nicht etwas, das mich glücklich macht, aber immerhin. Also nicht so, nicht gerade KZ. Oder? Und das ist eher gelungen durch Öffentlichkeitsarbeit oder über den Rechtsweg? Nein, Rechtsweg haben wir ja leider kein Klage- und Beschwerderecht. Das ist ein ganz großes Hindernis, das mich all die Jahre bis heute belastet und begleitet und andere Tierschutzorganisationen auch, durch öffentliches Anprangern. Das wird mir dann als militantes Vorgehen, aggressives angekreidet. Wir haben keine andere Möglichkeit, um den Tieren zu helfen, gegen Missstände anzugehen, als das öffentlich anzuprangern. Erstens, weil die Betroffenen dann unter diesem Druck oft handeln, image-schädigend natürlich eher als der Tierquälerei bekannt zu machen. Und auch weil Behörden in aller Regel, die Veterinäramt, erst dann handeln, wenn es öffentlich gemacht wird, unter öffentlichem Druck. Ja. Du wurdest ja vor einem Jahr oder so war das verhaftet an einer Pelzaktion. Ja, da kommen wir dann noch drauf. Ja. Jetzt möchte ich noch bei den Erfolgen bleiben.
Das sind die Einzelfälle. Dann kommen sehr viele kleine, die kaum erwähnenswert sind. So Befreiung Kaninchen aus dieser ganz schlimmen Einzelhaltung und Käfighaltung. Das ist nicht spektakulär. Oft sind es wenige Kaninchen, zwei, drei vielleicht nur, die aber ein ganz fürchterliches Leben führen in diesen erlaubten Käfighaltung, das ist ein, da wird eine erlaubte schlimme Tierquälerei. Die Tierschutzorganisationen der Schweiz sind sich einig, das gehörte schon lang verboten. Das sind diese typischen Kästen, die man überall auf dem Land sieht, wo die Kaninchen können dort sitzen. So wie ein Mikrowelle groß oder ein kleiner Fernseher dieser Größe. Und das ist ganz, ganz schlimm. Also das, da haben wir immer wieder durch Anprangern von solchen Leuten dann erreicht, dass sie aufgegeben oder etwas geändert haben. Das Hindernis ist natürlich, dass es eigentlich vom Bundesrat erlaubt ist. Dann sagen die Leute immer, es ist erlaubt, wir halten und ist tierschutzkonform. Und dann muss ich sagen, ja, nicht alles erlaubt ist, ist auch moralisch einwandfrei. Oder? Mhm. Und dann aber mehr als diese Einzelerfolge, die, muss ich sagen, nicht die ganze Situation nicht entscheidend verändert haben, ist natürlich der andere große Erfolg, dass immer mehr Leute keine tierischen Produkte mehr konsumieren, sich pflanzlich ernähren. Und das ist ein globaler Trend. Das ist ein globaler Trend, aber ich glaube auch in der Schweiz, da haben wir viel dazu beigetragen. Mhm. Ich meine, wir veröffentlichen ja immer regelmäßig Reportagen, authentische Bilder aus Tierfabriken, was eigentlich fast sonst in der Schweiz fast niemand macht, nicht so, höchstens ausnahmsweise. Und darauf kann natürlich dann die ganze Tierschutzszene aufbauen. Ich meine, wenn man heute Propaganda macht für Veganismus, das ist nur möglich und in dem Hintergrund, dass die Leute wissen, was wird angerichtet mit dem Konsum von tierischen Produkten. Und dort, das ist unser Hauptbeitrag und dort habe ich viel geleistet. Wenn ich an die Kaninchen denke, als ich angefangen habe mit dem VGT, da gab es Freilandhaltung, gab es nicht. Ich habe dann die erste, die überhaupt bekannt wurde, mal in Frauenfeld darüber berichtet und dann immer mehr mich damit gefestigt. Heute ist es eigentlich selbstverständlich. Man sieht überall so kleine, größere Freilandhaltungen, auch in Hobbygärten. Heute weiß man das, das war damals nicht. Also da kannten die Leute nichts anderes als diese traditionelle Kastenhaltung. Und bezüglich den Kaninchen hat sich deshalb sehr, sehr viel im Bewusstsein, im öffentlichen Bewusstsein verändert. Also vor 30 Jahren, als ich noch Mittagessen wollte und man wollte was Vegetarisches essen, da gab es einfach das Menü ohne Fleisch oder einen Salatteller oder einen Gemüseteller. Und heute hat man ja praktisch überall mehr Auswahl. Also das sind so diese gesellschaftlichen Erfolge. Dann haben wir auch eben diese, wie soll ich sagen, diese Erfolge, die du auf dem Rechtsweg erstritten hast, natürlich auch. Und dann eben die einzelnen Schicksale, die dadurch also gemildert wurden. Und gab es aber auch politische Erfolge, dass es tatsächlich Gesetzesänderungen gab, jetzt jenseits von Bio-Label oder so, sondern handfeste Gesetzesänderungen. Da ist eigentlich nicht so viel passiert, oder? Leider nicht. Es gab Verbesserungen im Tierschutzgesetz, Revisionen, aber das ist eigentlich auf einer Ebene, die das Problem nicht fundamental löst. Es ist vor allem Augenwischerei und Propaganda des Staates und der Fleischlobby, dass der Konsument denkt, ja, wir haben ein gutes Tierschutzgesetz. Wenn man genau hinsieht und auch sieht, wie das umgesetzt bzw. nicht umgesetzt und vollzogen wird, das ist ein, da habe ich mich verabschiedet. Ich kämpfe nicht mehr um bessere Tierschutzvorschriften. Das ist immer nur Augenwischerei. Es muss grundsätzlich etwas ändern. In den Köpfen ändern. Der Menschen. Ja. Ja. Und da ist jetzt global wirklich ein Trend im Gang. Das ist eigentlich meine einzige Hoffnung, dass wir diesen Schandfleck der Menschheit, diese heutige unmenschliche Katastrophen, die sich global überwinden können, wie frühere Menschheit, Massenverbrechen der Menschheit. Wird heute in der Schweiz weniger gegessen als Fleisch gegessen als vor 30 Jahren? Ich habe nicht so unbedingt das Gefühl. Das stimmt, aber es ist, wie soll ich sagen, ich glaube, ohne diese Arbeit hätte es noch viel mehr zugenommen.
Man kann da abnehmen, zunehmen, das ist so ein relativer Maßstab. Aber Tatsache ist, dass heute wir ein sehr großes, stark und rasch zunehmendes Angebot an veganen Lebensmitteln haben, auch Coop und Migros. Und die werden auch genutzt, nicht nur von Veganern, sondern vielen Leuten, die merken aus gesundheitlichen Gründen auch, wenn man das Gleiche in pflanzlicher Qualität haben kann als tierisch. Das ist ja viel gesünder. Tierische Fette und Eiweiße sind nicht gesund. Und das wird, und dann probiert man mal das und dann, ja, das ist ja eigentlich auch ganz gut. Also da ist ein Trend im Gange, ein Gegentrend, der vielleicht nicht, noch nicht die volle Kraft entwickelt. Aber das ist, da ist etwas sehr stark am Wachsen und ich habe große Hoffnung, dass das dann schließlich einen Durchschlag der Änderung bringt. Und bei den Tierfabriken selber, gibt es diese ganz schlimmen Zustände, sind die seltener geworden oder gibt es, ist es grundsätzlich ein bisschen besser geworden in den Fabriken oder ist es immer noch genau gleich wie vor 30 Jahren? Diese es hat einzelne Verbesserungen, aber nicht durchschlagend. Wir treffen regelmäßig katastrophale Verhältnisse an, wirklich, sogar bei Labelbetrieben. Also bei was für Labelbetrieben? Labelbetrieben, Tierwohl-Label. Ja. Und wenn man hingeht, ist es völlig anders als in der Werbung. In der Werbung sind die Schweine so in schönen Strohbetten. Und wenn man hingeht, liegen sie in der eigenen Scheiße. Und da hat sich nicht viel da und dort punktuell etwas verbessert. Das PR hat sich verbessert. Aber die PR der Fleischindustrie hat sich verbessert. Und dann darf man nicht übersehen, es gibt die gegenläufige Trend, also Verschlimmerungen versteckt. In der Haltungsbedingungen ist vielleicht da und dort etwas verbessert worden. Man sieht jetzt Hühner draußen, Freilandhühner. Und wenn man genauer hinschaut, hat das von der Zuchtseite her so viel Negatives gebracht, dass eigentlich diese kleinen Erfolge wieder aufgefressen werden. Gerade bei Hühnern und Milchkühen, da ist eigentlich, da nützt die ganze Auslaufhaltung und Weidehaltung nichts. Diese Tiere leiden katastrophal, gesundheitlich an der Zucht. Wenn du sagst, es hilft nichts, kann man gerade so gut Käfighühner Eier kaufen, anstatt Auslaufhaltung? Nein, es hilft nichts. Man muss darauf verzichten. Es genügt nicht. Man kann einfach, ja, ich esse ja nur Bio und Tierwohl. Aber wenn man jetzt nicht darauf verzichtet, es gibt ganz viele Leute, die nicht darauf verzichten, denen sagst du, es kommt nicht darauf an, ob Bodenhaltung, Auslaufhaltung. Tendenziell ist es ein bisschen besser. Also wenn schon, sollte man Bio und Label vorziehen. Es ist tendenziell etwas, also besser ist das weniger falsche miserabel, Wort. Willst du sagen. Weniger schlimm im Durchschnitt, oder? Aber der Unterschied ist klein. Ja. Und es ist die große Täuschung, ja, das kann man mit gutem Gewissen essen, das ist eine Werbelüge, das ist völlig unhaltbar. Eben gerade in den letzten Jahren, das ist nicht sichtbar geworden. Bei den Hühnern, da hat sich durch die Zucht ein Ries, das Elend hat sich so zugespitzt. Die Tiere können nicht mal mehr normal leben. Ein Huhn hat eine Lebenserwartung bei guten Haltungsbedingungen von 2 Jahren, würde in Natur über 10 Jahren. Wir haben in unserer Auffangstation für so gerettete Tiere, sehen wir das deutlich, die werden etwa 15 Monate gehalten in den Tierfabriken. Und wenn sie dann gerettet werden, die können sich erholen, noch ein Jahr vielleicht ein schönes Leben haben, aber dann kommen die dramatischen gesundheitlichen Probleme, die sind hoch verhaltensgestört auch. Und dann inner Organversagen, die haben die größten gesundheitlichen Probleme, die sind programmiert, um nur gerade eine Legeperiode zu leben unter voller Leistung und dann ist das Lebewesen verbraucht. Bei Milchkühen ist es auch so, die können ja nicht mehr mal richtig gehen. Die haben die werden so ausgelaugt durch die übertriebenen Milchleistungen. Völlig unnatürlich, das ist ja unglaublich. Bei den Hühnern auch, das tägliche Ei, das macht diese Lebewesen in einer Legeperiode sind das völlig, der Körper ist zerstört. Und bei den Kühen auch, das ist ja nur noch Milchkühe, nur noch Haut und Knochen, die können nicht mehr richtig gehen. Riesige Eutern, kann man mal beobachten.
Das ist nicht normal. Und auch wie die künstlich besamt werden, das Kalb wird ihnen weggerissen, das ist schon lange so. Aber das hat sich alles noch zugespitzt. Auch das Nutzdauer wird kürzer. Die leben auch nur noch ein paar wenige Jahre. Dann sind sie aus kommerzieller Sicht verbraucht. Und von dort her hat sich still und leise sehr vieles eben auch verschlechtert. Netto ist das überhaupt nicht besser geworden. Du hast jetzt 30 Jahre diesen Kampf eigentlich geführt, und wie du jetzt schilderst, ist es überhaupt nicht, das Problem nicht ansatzweise gelöst. Es wird eher teilweise sogar noch schlimmer, teilweise vielleicht ein bisschen besser. Legst du Wert darauf, dass dein Verein gegen Tierfabriken auch die nächsten 30 Jahre überlebt? Oder denkst du, ich denke, du bist ja das Gesicht des VGT. Also wenn man an Verein gegen Tierfabriken denkt, denkt man an Erwin Kessler. Wird sich das ändern in Zukunft? Oder wie siehst du das? Wie wird das weitergehen? Ich bin nicht, ich kann die Zukunft nicht voraussagen, aber ich muss mal. Es braucht den VGT auch über mein Leben hinaus. Wir haben auch ein gutes Team. Wir haben eine gute Vizepräsidentin, viel jünger ist, die mich ablösen kann. Die macht hervorragende Arbeit. Es braucht diese Organisation. Keine andere macht die Arbeit, die wir machen. Wir machen eigentlich die Arbeit, die andere nicht gerne machen. Man sieht ja, wie wir angegriffen werden. Und ihr seid 100% spendenfinanziert. Ihr kriegt keine staatlichen Zuschüsse, ja, oder? Nein, nichts, ja. Ist das bei anderen Organisationen anders? So ein Schweizer Tierschutzverein kriegt, der hat rein Einnahmenquellen oder so? Nein, also die Tierschutzorganisationen werden nicht subventioniert. Also ja, aber die Fleischindustrie schon. Das ist die Fleischindustrie mit hohen Beträgen. Natürlich, die wird. Ja. Der wird sogar die verlogene Werbung vom Bund finanziert. Und könnte da nicht gibt es nicht Tierschutzvereine, die zum Beispiel auch diese Label überprüfen und dafür vielleicht eine Entschädigung bekommen, dass sie quasi. Natürlich, der Schweizer Tierschutz, der arbeitet ja mit diesen Fleischvermarktern sehr eng zusammen, unterhält einen sogenannten Kontrolldienst, wo er dafür bezahlt wird. Und ist das gut ist oder schlecht? Wie? Ist das gut oder schlecht? Ich finde es schlecht. Das ist einfach, das ist dann Befangenheit. Man darf sich doch nicht so als Feigenblatt für etwas Schlechtes hingeben. Die argumentieren natürlich, ja, es wird ein bisschen besser, wenn wir kontrollieren. Ja, ein bisschen besser. Wenn wir schauen gehen, ist es katastrophal. Dafür kann der Coop und Migro können dann Coop vor allem Werbung machen, vom Schweizer Tierschutz kontrolliert, oder? Dann glauben die Leute, ja gut, dann kann ich es ja wirklich mit. Und wenn der Schweizer Tierschutz zu sehr Konter geben würde, dann fände sich einfach eine andere Tierschutzorganisation, die diese Kontrollen durchführen würde. Ja, das ist einfach. Und darum ist eigentlich eine Interessenskollision, die sich kaum auflösen lässt, aber wahrscheinlich zum Teil rentabel, oder? Dass man das macht. Ist sicher ein gutes Werbemittel, aber es ist eine Schande, wenn sich eine Tierschutzorganisation für Fleischwerbung hingibt. Und ich muss sagen, bei Migros sind die Zustände überhaupt nicht schlimm. Die haben ihren eigenen internen Kontrolldienst. Das ist im Ergebnis genauso gut. Wie Coop wirbt damit, dass der Schweizer Tierschutz... Natürlich, kontrolliert vom Schweizer Tierschutz. Das sind aber zwei Paar Schuhe, dass der Tierschutzverein das kontrolliert und im Hintergrund absenkt, wäre noch okay vielleicht, oder? Die werden angestellt als Kontrolleure, ist Teil damit eben mit Werbung gemacht werden kann. Aber im Ergebnis ist die Tierhaltung bei Migro nicht schlechter. Die haben ihren Eigenkontrolldienst, das ist billiger. Der Einspruch müsste man aber eben nicht unbedingt machen, dass sie Kontrollen durchführen und im Hintergrund absegnen, sondern dass sie ihren Namen hergeben und dem Coop erlauben, mit ihrem Namen dafür zu werben. Das ist ja eigentlich das Skandal. Das ist ja das Interesse der Coop. Sonst würden sie sie ja gar nicht anstellen, wahrscheinlich. Mutmaßlich. Ja. Genau. Können wir jetzt doch schon über die Verhaftung reden oder ist es noch zu früh? Ja, jetzt... ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ja, wir können jetzt Schwerpunkte sehen. Ich möchte noch kurz Beispiele nennen für diese fünf Kategorien, die du aufgezählt hast, die uns einfach immer Mühe machen. Justiz, Verwaltungswillkür, das war vor allem in den 90er Jahren ein sehr belastendes Thema mit Gerichtsverfahren gegen mich. Da war ich eigentlich wirklich von allen Seiten bekämpft. Da wollte man mich fertig machen, mundtot. Und das war eine belastende Zeit. Da muss ich sagen, es ist wesentlich besser geworden.
Also ich würde heute nicht mehr von systematischer Justiz und Verwaltungswillkür reden, aber einiges ist noch immer noch da, und das ist vor allem das Verbot, dass immer wieder Kundgebungen von uns verboten werden, rechtswidrig. Ich muss ständig Beschwerden bis zum Bundesgericht machen, wieder weil wir uns schikaniert, Kundgebungen behindert und verunmöglicht, und ich gewinne regelmäßig, führt aber eben nicht, wie man es erwarten würde, sofort zu Verbesserungen, teilweise, aber wir stoßen immer wieder auf Behörden, die das nicht zur Kenntnis nehmen und glauben, das sei ihnen Ermessen überlassen. Ja, den VGT, nein, den wollen wir jetzt nicht, da eine Kundgebung. Kann man sich da auch zu seiner eigenen PR nutzen? Ich erinnere mich an die Freidenker, bevor ich Mitglied war, ich bin jetzt auch nicht mehr Mitglied, aber bevor ich beigetreten bin, gab es ein Verbot, das ihnen verboten hat, den Satz, es gibt wahrscheinlich keinen Gott, also sorge dich nicht um Freude dich des Lebens, wollten sie auf St. Galler Busse schreiben, und ausgerechnet ein FDP-Politiker hat das dann verboten. Ausgerechnet einer, der aus der Aufklärung und so weiter. Und die Freidenker haben das dann genutzt, und es hat eine Riesenwelle von Eintritten gegeben. Zum Beispiel ich selber bin damals eingetreten. Dieses Verbot wurde auch gekippt. Der Politiker hat sich quasi öffentlich entschuldigt, das sei da übers Ziel hinausgeschossen. Und ist nicht auch Strategie des VGT, solche Absagen zu bekommen, um nachher das auch medial zu nutzen? Oder? Ja, Strategie ist es nicht, das wäre fast rechtsmissbräuchlich. Aber es ist überhaupt mein Prinzip, wer mich einklagt oder etwas verbietet, das und ich mich dagegen wehren muss, dann versuche ich natürlich das auch publizistisch auszuwerten. Also beispielsweise, es kommt vor, nicht häufig, die meisten Bauern und Tierhalter sind intelligent genug, obwohl ich vielleicht intelligent das falsche Wort ist, aber die sind schlau genug, mich nicht einzuklagen, wenn ich Bilder aus ihrem Stall veröffentliche. Weil dann gibt die wollen einfach Gras drüber wachsen lassen. Aber es gibt immer wieder kürzlich in Frauenfeld solche, die mich wegen Hausfriedensbruch und Ehrverletzung einklagen. Und das ist jedes Mal ein Rohrkrepierer, ein Eigengoal. Und da sorge ich dafür. Ich werde natürlich dann, bringe ich den ganzen Fall nochmals, mit zusammen der letzten Ausgabe der VGT-Nachrichten habe ich solche Fälle. Die haben mich einfach so unüberlegt eingeklagt, ohne Beweis und haltlos. Und dann gab es eine Einstellung des Verfahrens, und das habe ich jetzt nochmal, die ganzen Bilder nochmals veröffentlicht und gesagt, ein Mikrobetrieb auch, alles nochmals wiederholt, und der hat die Frechheit, mich einzuklagen. Dann wollte den Spieß umdrehen, und dann mit Namen wird er nochmals genannt. Einerseits auch zum Schutz, um abzuschrecken, dass ich nicht mit Klagen, wenn ich mit Klagen zu sehr überflutet werde, kann ich ja aus zeitlichen Gründen keinen Tierschutz mehr machen. Und das weiß man, deshalb werden wir, wenn wir Bilder veröffentlichen, sehr selten eingeklagt. Aber es hat immer wieder so, okay. Aber es ist eine gewisse Ironie eigentlich, dass es ein Beispiel diesmal zu deinen Gunsten ist, dass das Urteil selber dann gar nicht mehr so wahnsinnig wichtig ist. Du hast deine Message eigentlich dann rübergebracht. Und bei den Medien, bei den Massenmedien funktioniert das ja in die andere Richtung. Also wenn dann dort irgendwie wieder groß steht, man darf sich nicht als Antisemiten bezeichnen, man darf nicht, und das kommt immer das Wort Antisemitismus wieder vor, dann am Schluss ist es fast egal, dass du, also vordergründig fast egal, dass du all diese Prozesse gewinnst und es wirklich jetzt rechtskräftig ist, dass man dich nicht so bezeichnen darf. Aber das Wort wird einfach wieder dann wieder reingespült. Auch jetzt habe ich es wieder erwähnt und irgendwie bleibt mir etwas haften, und die ganzen Prozesse haben zwar schon eine Wirkung, dass es auf die Dauer nachlässt, aber es steht dann doch, vor allem wenn die Medien nicht objektiv berichten wollen, dann können sie es so formulieren, dass es einfach heißt, ja, man darf dich nicht so bezeichnen, aber eigentlich ist es ja vielleicht doch. Oder? Ja, nein, also grundsätzlich hast du das recht, man sollte psychologisch nicht das Negative erwähnen und in Köpfen festsetzen, aber jede Regel hat seine Ausnahme. Hier ist es eigentlich, ich bin seit den 90er Jahren immer wieder kommen Vorwürfe in Richtung Antisemitismus wegen meiner konsequenten Kampf gegen das Schächten. Ja, und der Laie, der sich nicht rauskennt, denkt, da muss ja was dran sein, wenn da immer wieder darüber berichtet wird. Ja, natürlich, aber das ist schon so verbreitet, dass kann ich nicht einfach ignorieren. Ja. Jetzt, ich gehe den anderen Weg. Ich will es, dass bekannt wird, dass
Zusammenhang mit dem Schächten. Der Antisemitismus-Vorwurf ist ja eigentlich nur schlimm, wenn er isoliert und kontextfrei erhoben wird. Ja, Kessler ist ein Antisemit, und denkt man, was hat er gemacht? Schreit er in der Welt herum alle Juden ab in die Gaskammer oder irgendetwas Fürchterliches? Unter Antisemitismus und Rassismus. Und sobald die Leute wissen, das ist, weil ich gegen das Schächten bin, das Schweizer Volk ist großmehrheitlich gegen das Schächten, das haben Umfragen. Die Freiheit hat einen ähnlichen Kampf gegen das Beschneidungsverbot von Jungen, also nicht nur Mädchen, sondern auch der Buben. Die sagten ja auch zu Recht, man soll den Buben alt genug werden lassen, dass er darüber autonom entscheiden kann, ob man ihm einen Teil des Geschlechts so ganz abgeschnitten werden soll oder nicht. Und auch viele auf politischer Ebene, die getrauen sich nicht, das anzusprechen, weil sie einfach diese Antisemitismuskeule fürchten. Und da merken die Leute ja schon auch langsam, eben wie du richtig sagst, wenn es so isoliert, wenn es allgemein formuliert wird, so schwammig, niemand will mit Antisemiten zu tun haben. Aber wenn der Begriff Antisemit immer wieder benutzt wird, nur weil man gegen Beschneidung von Kindern ist oder Verstümmelung von Kindern ist oder gegen Tierleid ist, dann ist auch die Gefahr die, dass der Begriff Antisemitismus entwertet wird. Und die Leute, die den Begriff verwenden, handeln eigentlich wahrscheinlich sicher ungewollt. Aber eigentlich ist das die antisemitischste Tat überhaupt, dass sie den Begriff entwerten und fast schon zum Kompliment karikieren. Also ich möchte das nicht falsch verstehen, Antisemitismus ist eine Schande, aber wenn man Antisemitismusvorwürfe erhebt, in Momenten, wo das Getane nicht wirklich moralisch verurteilenswert ist, dann verklärt man es zu einem Kompliment. Und die Leute, die diesen Begriff so leicht in den Mund nehmen, die sollten sich darüber bewusst sein, dass sie zwar viele Komplimente bekommen aus ihrer eigenen Klientel, auf Facebook, all ihre Freunde, die sagen, super, hast du es diesem Antisemiten gegeben, aber es ist eigentlich nur eine sehr egoistische Tat, das zu machen. Es tut einem selber gut, man kann seine Tugend ausstrahlen, Virtue Signaling heißt es im Englischen, aber der ganzen Sache, den tatsächlichen Antisemitismus zu bekämpfen, erweisen sie so einen Bärendienst. Das ist natürlich so. Es ist, diese Begriffe werden politisch missbraucht, um Gegner irgendwie zu disqualifizieren. Es wird sehr rasch, ist einer Rassist und so. Vor allem die Linken arbeiten mit solchen Etikettierungen. Wenn man keine sachlichen Argumente hat, dann zielt man auf den Mann unter die Gürtellinie, greift ihn persönlich an. Das war immer so in der Politik. Und mit der Missbrauch, der Rassismus, Antisemitismus-Begriff ist natürlich, führt zu einer Verwässerung. Ich finde das deshalb auch sehr verantwortungslos, weil Rassismus ist etwas ganz Schlimmes. Das ist fraglos. Das heißt, man diskriminiert jemanden aus Gründen, für die er überhaupt nichts kann. Er kann nicht dafür, wo er geboren ist, welche Abstammung er hat, kann er nichts dafür. Und jemand oder Hautfarbe kann er auch nichts dafür. Und jemand deshalb zu diskriminieren in irgendeiner Form, das ist absolut verwerflich. Da wäre ich der Erste, der hier dagegen ankämpft. Aber heute hat man sich immer mehr von diesem eigentlich Definition des Rassismus entfernt und verwendet das politisch für eben so, dass der Begriff verwässert wird, und das ist verantwortungslos. Ja, genau. Damit wird eigentlich, wie du sagst, da wird eigentlich, man nimmt das dann gar nicht mehr ernst. Das ist genauso wie mit sexuellen Belästigungen. Wenn ein Mann eine Frau mal zuzwinkert und schon eine sexuelle Belästigung ist, dann sind die Frauen, die wirklich sexuell belästigt werden, dann schutzlos. Man hat gar keinen Begriff mehr. Man nimmt das nicht mehr ernst, oder? Und aber eben in meinem Fall, ich muss einfach kommunizieren, was die Medien unterschlagen oder die Hetzer, die mich so verleumden, dass der Zusammenhang mit meiner Tierschutzarbeit, das ist jetzt auch von allen Gerichten anerkannt worden. Und deshalb habe ich überall gewonnen gegen diese Antisemitismusverleumdung. Man sagt, ich verwende das für meine Tierschutzarbeiten. Aus tierschützerischen Gründen kämpfe ich gegen das Schächten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass das nur vorgeschoben wäre, dass ich ein Antisemit oder Rassist wäre. Es gibt keine Anzeichen.
es ist wirklich im Kontext mit meiner Arbeit, mit schwerer Tierquälerei, das ist von den Gerichten erkannt und anerkannt worden. Und deshalb gewinne ich diese Verfahren. Weil es auch abstrakt ist, dass jemand 30 Jahre seines Lebens damit verbraucht, 10.000 Seiten zu schreiben, 99% dabei über Tierfabriken schreibt und da vielleicht ein knappes Prozent, wenn überhaupt, ich kenne die Zahl nicht genau, über das Schächten verwendet, um es dann den Juden so richtig zu zeigen. Was für eine Energie, was für eine Verschwendung an Lebenszeit, um seinen Antisemitismus auf diese doofe Weise dann zu kaschieren. Ja, ja. Also, diese Antisemitismus, also Rassismus-Fanatiker, die es sich zum Hobby gemacht haben. Also ich frage mich manchmal, haben wir keinen Rassismus oder Antisemitismus mehr wirklich in der Schweiz? Dass man sich auf mich fokussieren muss, hat man keine richtigen mehr. Also in meinem Umfeld, es gibt zwar immer wieder mal doofe Kommentare bei Flüchtlingen und so, wo man sagen kann, es ist fremdenfeindlich, aber dass jemand per se jetzt jemandem wegen seiner Hautfarbe, also er wäre gar nicht bei meinem Freundeskreis, wenn das so wäre. Aber ich glaube, das ist wirklich tabu. Also das denkt, also ich weiß nicht, in welchen sozialen Schichten das vielleicht passiert oder in welchen Umgebungen oder so, aber ich begegne keinen Menschen, die offen jetzt im Fitnesscenter sagen, alle Schwarzen seien sowieso oder weil sie braun oder gelb oder was sind. Ja, aber das liegt natürlich wahrscheinlich schon an dem sozialen Umfeld, in dem wir, du und ich, uns bewegen. Ich glaube, es gibt schon Kreise. Ich habe mir auch sagen lassen, dass in Bern zum Beispiel wirklich ein Problem ist, dass jüdische Kinder dann gemobbt werden öffentlich und dass so Phänomene gibt. Also, aber da kann man wieder fragen, wo die Quelle herkommt. Weiß das nicht. Ja. Jedenfalls bei mir sind die anderen. Also bei mir ist jemand tot, wenn er meint, er müsste jemanden alleine wegen seiner Herkunft. Also bei wem nicht? Also wer will mit Leuten zu tun haben, die sich überlegen fühlen, weil sie zufällig irgendwo irgendwie geboren wurden? Solche Leute kann man gar nicht ernst nehmen. Ich weiß nicht, also es ist so, bevor ich mit Tierschutz angefangen habe und mich dann auch mit dem Schäften befasst habe, habe ich eigentlich nie Antisemitismus erlebt. Ich habe das persönlich nie erlebt und wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass Juden andere Menschen sind als wir, die mir irgendwie, es waren völlig normale Menschen, also wie du, ich habe das nicht mitbekommen, das heißt aber nicht, dass es nicht gibt, in gewissen sozialen Natürlich gibt es Antisemitismus, ich denke eben nur, es passiert wahrscheinlich auch eher verdeckt, aber niemand steht öffentlich vor die Kamera und feiert seinen Rassismus, also vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass halt wegen dem Rassismusverbot man dann die tatsächlichen Rassisten halt auch verklausuliert reden müssen. Und dass halt jemand, der ein echtes Anliegen hat, ist bei der Flüchtlingsdebatte, der echt besorgt ist, dann fast gleich redet wie ein echter Rassist und man nachher gar nicht mehr feststellen kann, wo jetzt da die Grenze genau verläuft. Und das ist auch wieder dieses Mundtotmachen durch die Gesetzgebung, die ich ja im Herzen bekämpfe. Man soll jeden reden lassen, was er will, und dann kann man auch die Idioten leichter kennen. Natürlich. Und jetzt erkennt man sie eben nicht, weil sie so in den Untergrund im persönlichen Bereich verdrängt. Und dann kann eben dann die Linke vorwiegend dann eben auch kommen, und sobald jemand irgendetwas Kritisches sagt, auch berechtigte Kritik, jemand einfach abstempeln, eben als Rassisten oder so. Aber vielleicht kümmern wir uns lieber um schönere Themen, und zwar zum Beispiel um deine Verhaftung, oder ist es immer noch zu früh dafür? Ja, es ist noch zu früh. Noch kurz zu diesen Rückenschüsse durch den Schweizer Tierschutz. Ja. Das ist etwas, das mich vom ersten Tag an meiner Tierschutzarbeit hatte ich damit Mühe. Also mir hat der erste große Tierschutzfall im Thurgau, da ging es um die Landwirtschaftsschule Renberg. Die hatten wieder eine ganz üble Schweinefabrik geplant im Neubau, und da musste ich von diesen Leuten hören, ganzseitige Berichte in der Thurgauer Zeitung, ja, das sei alles bestens dort und ich führe einen unverständlichen Privatkrieg gegen Regierung und so. Das ist natürlich schon sehr belastend, weil ich mir vorstellen kann, der Leser, der Hintergründe nicht so kennt, der ist dann irritiert und denkt, oh, das ist ja wirklich der sieht da Probleme, die es gar nicht gibt, und prangert Tierquälereien an, die es gar nicht gibt, dann kann man ja nicht ernst nehmen. Wir kommen heute dann noch im vertieften Thema Medienmanipulation, Verleumdung zu einem solchen Beispiel. Und das ist natürlich, der Schweizer Tierschutz hat zum Beispiel behauptet öffentlich, es gibt in der Schweiz keine Tierfabriken.
unser Verein heißt Verein gegen Tierfabriken, also völlig existent, gar gibt's keine Existenzberechtigung. Genau. Ja. Sie gegen Einhörner. Und mit dem Schächten von Hühnern kann der STS leben. Also was ist das? Eine Tierschutzorganisation, die eine solche Tierquälerei so bagatellisiert. Haben Sie das gesagt? Ja, öffentlich. Ist das schriftlich oder öffentlich? Öffentlich, in einem Interview. Ja, das ist dokumentiert. Mit dem Schächten von Hühnern können wir leben. Also das ist einfach so, ja, man will nicht extrem sein. Nicht wahr? Und, Geht es da um Optimierung der Spendeneinnahmen? Oder was ist da? Ja, ich kann. Also ich müsste einen Psychiater untersuchen, was da in diesen Köpfen jeweils vorgeht. Aber die sollen das doch, dann sollen die Ruhe halten. Aber einfach, das ist natürlich schon verwirrend für das Publikum. Wenn ich da sage, Schächten, das ist grauenhaft, Schächten von Hühnern ist ja in der Schweiz erlaubt, das ist schlimm, das muss man bekämpfen. Und dann kommt eine Organisation, die kommen ja dann im Radio und Fernsehen, nicht ich. Und wir werden diskriminiert, wir kommen dort nicht zu Wort. Und dann wird der Nation verkündet, ja, das ist nicht so schlimm, damit kann man leben. Das waren immer hart zu nehmen. Also da ist die Glaubwürdigkeit auf der Kippe, wenn mich so darstellt. Und auch die ganzen Verleumdungen sonst, die denen gehen ja in diese Richtung. Man will mich unglaubwürdig machen, dann bin ich neutralisiert, dann kann ich nicht mehr wirksam Tierschutz machen. Das ist auch der Grund, dass ich konsequent mich gegen Verleumdungen wehre, auch gerichtlich, das lasse ich mir nicht gefallen. Eine Verleumdung, die immer wieder auftaucht, ist, die Bilder, die wir veröffentlicht, die sind aus dem Ausland, das gibt es gar nicht in der Schweiz. Also da gibt es regelmäßig, das kostet mich eine halbe Stunde, aber immer wieder, vor allem das habe ich selber schon gesehen auf Facebook, so ein Kommentar. Auf Facebook. Genau. Aber jeden, der macht eine Anzeige, der wird von der Polizei ermittelt, gibt einen Strafbefehl oder wenn sie nicht einsichtig sind, gerichtliche Verurteilung. Das lasse ich mir nicht gefallen, weil es ist immer die Gefahr, wenn man sich nicht wehrt, dann heißt es, ja, er hat sich nicht dagegen gewehrt. Dann muss das ja stimmen. Ja, das ist sehr gefährlich und Verleumdungen, wo ich sagen muss, wenn das wahr wäre, hätten wir keine Existenzberechtigung mehr, dann dürfte niemand, kein anständiger Mensch uns noch unterstützen. Das kann ich nicht hinnehmen. Ja. Und dann hatten wir noch die Medienmanipulation. Da habe ich ja, das war auch immer ein Thema, dass Medien halt mich verzerrt und falsch darstellen, so als Extremist, als jemand, den man nicht ganz ernst nehmen soll. Und das ist auch sehr, sehr gefährlich. Also ich kann dem ja nicht auf den gleichen Kanälen etwas entgegensetzen. Also die Leser nehmen das zur Kenntnis, denken nicht, das Projekt setzt sich so fest in den Köpfen. Und wenn es dann eben krasse Verleumdungen sind, dann wehre ich mich Gerichtsverfahren. Und da kann ich laufen, habe ich Gerichtsverfahren, die ich versuche bekannt zu machen. Die Medien, jetzt wurde Wikipedia wurde zweimal, habe ich ein Gerichtserfolg, die mussten Sachen über mich löschen. Dort versuchten auch, mich als Antisemiten darzustellen und überhaupt über Tierschutz. Meine Tierschutzarbeit stand fast nicht, sondern einfach möglichst ein negatives Gesamtbild. Und die mussten Wikipedia, wo die Leute glauben da fast dran, das ist eine offizielle Information, die man unbedingt glauben kann, ist eben nicht so. Ja, dort sind Gruppen, Administratoren am Werk, die ihre eigenen Wertvorstellungen dort einbringen, anonym und Persönlichkeiten versuchen fertig zu machen, die ihnen nicht ein Feldbild bauen. Also wenn man die Photosynthese verstehen will, ist Wikipedia super. Ja. Meteorologie ist auch okay. Also sobald es irgendwie politisch wird, dann ist es vorbei. Ja. Das fängt schon bei der Klimadebatte an. Zwei Gerichtserfolge, keines der Mainstream-Medien, niemand ein Wort darüber. Das wird unter Druck. Jetzt hast du zweimal gewonnen und das ist eigentlich recht spektakulär. Eine viermal schon, aber jetzt kürzlich wieder zweimal. Ja, und jetzt bist du sicher auch rundum zufrieden mit deinem Wikipedia-Eintrag. Jetzt. Nein, das geht weiter. Natürlich nur die Exzesse korrigieren lassen, aber das ist noch nicht. Die sind total uneinsichtig. Die haben einen Rechtsanwalt angestellt,
die haben ja genug Geld und da wird Uneinsichtigkeit bis zum geht nicht mehr. Ich habe aufgehört zu spenden, als ich vom Fall Daniele Ganser gelesen habe. Da gibt es eine super Dokumentation, dauert etwa 2 Stunden, die dunkle Seite der Wikipedia, und wenn man die geschaut hat, da will man diesen Verein nicht mehr unterstützen. Mhm. Obwohl ja eigentlich 90% der Seite wirklich gut ist, aber diese 10%, die sich um politische das Themen ist drehen, extrem die sind gefährlich. Unter jeder Sau. Damit bildet man natürlich. Genau, die Glaubwürdigkeit wird gebildet durch all die Mathematik, durch all die Geschichte mhm. und all das. Da hat man eine hohe Glaubwürdigkeit, weil da wird ja die allgemeine Relativitätstheorie wunderbar erklärt. Und da denkt man ja, wenn solche großen Geister dahinter stecken, dann muss es ja gut sein. Ja. Nur sind das halt nicht die gleichen Geister, die halt dann die politischen Themen bearbeiten. Deshalb ist das extrem gefährlich und kürzlich auch wieder. Auch gegen andere Medien gewinne ich immer wieder Verfahren. Kürzlich gegen Tamedia, Tagesanzeige, der ging's Bund. Da drum? Worum ging es da? Ja, dann ging es auch wieder um irgendwelche völlig. Da wurde berichtet über den Fall Hevenhofen Kesselring zum Beispiel. Eine ganze Seite da vor letztes Jahr. Und dann kommt, ja, Erwin Kessel hat eine. Da habe ich eine Hauptrolle gespielt. Dann wird behauptet, ich sei mal wegen Rassismus verurteilt worden. Einfach so kontextlos hinein, einfach um damit ich nicht, man will nicht, dort habe ich ja wertvolle geben. Arbeit geleistet, anerkannt. Ich habe das eigentlich, deswegen mir aufgeflogen, dieser Skandal. Ja. Und diese Ehre will man mir nicht gönnen. Da muss man noch irgendetwas Schmutz werfen, damit das nicht. Denkst du, diese Journalisten arbeiten aus Überzeugung oder schreiben sie einfach von den anderen ab und möchten den gleichen Ruf treffen, damit sie, wenn sie dann am Samstagabend oder am Freitagabend beim Paradeplatz eins trinken gehen oder wo immer die das machen, dass sie dann Freunde haben? Oder was ist die Motivation? Glauben die das? Oder? Ja, das müsste man die selber fragen. Also ich glaube, ich kann nur Vermutungen anstellen. Einerseits sind Journalisten auch beim Tagesanzeiger vorwiegend links orientiert und diese fanatische Antirassismus oder so, die kommt hauptsächlich aus dem linken Lager. Also Gutmenschentum überall als Wächter der Moral und Rassismus zu wittern. Und das andere vielleicht auch, wenn man in den Mainstream-Medien negativ über mich schreibt, dann ist man abgesichert. Das spüre ich manchmal. Wenn man mich positiv darstellt, riskiert man vielleicht einen Rüffel von oben, von Redaktionen, die mich auch ausgrenzen will. Man darf nicht vergessen, dass die schlechte Erfahrung, die wir gemacht haben, weil sie schon Prozesse verloren haben. Und dann die haben dann nicht die Größe, nach einem verlorenen Prozess zu sagen, ja, der hatte recht, wir haben schlecht gehandelt, sondern die suchen dann einfach legale dazu. Möglichkeiten, dann wieder rein sein. Dann werde ich noch mehr diskriminiert. Beim Ringier-Verlag merkt man das typisch, beim Tagesanzeiger auch. Da habe ich mehrere Verfahren gewonnen, weil mich Verleumdung nicht gefallen ließ. Und jetzt bin ich der Böse. Oder nicht die Redaktion, die den Fehler gemacht hat. Ja, sondern ich bin, weil ich mich gewehrt habe. Und das ist natürlich. Journalisten sind berufsmäßig dazu da, das sind ja vorwiegend auch Fleischfresser, muss man auch sehen. Und ein großer Teil der Widerstand gegen mich ist natürlich das schlechte Wissen der Konsumenten. Ob das der Grund ist? Ich meine, viele sind auch Autofahrer und sind trotzdem völlig hysterische Klima. Nun, du hast mich gefragt, was da die Hintergründe sind. Ich weiß es nicht. Nur Mutmaßungen, gell? Ja, es sind nur Mutmaßungen. Ja. Genau. Okay, und jetzt kommen wir zur Verhaftung. Immer noch nicht, gell? Ist doch ein wichtiges Thema, glaube ich. Wegen noch ganz kurz eben das fehlende Klage- und Beschwerderecht. Mhm. Das ist etwas, das uns begleitet und das fehlt immer noch. Darunter leiden alle Tierschutzorganisationen, die wirklich etwas machen möchten. Da gab es mal eine Abstimmung darüber, oder? Vor 20 Jahren oder so. Ja, es hat einfach, alle Parteien sind dagegen und das kommt daher, weil alle Parteien eigentlich gegen einen konsequenten Tierschutzvollzug sind. Die Politik will das nicht. Das ist ein Hindernis
für die Wirtschaft oder aus welchen Gründen auch. Und die Argumente sind fadenscheinig, aber ziehen halt gut. Man sagt, sie haben schon genug Prozesse, genug Anwälte, es gibt schon, Sie haben schon genug gute, die Mechanismen funktionieren, wir haben Bioprodukte und so weiter. Deshalb hat es das schwer werden. Und dann wird natürlich auch wieder so Medienmanipulation in so einer Abstimmung, da werden die Gerichte mit Klagen überflutet, etc., etc. Das stimmt nicht, weil natürlich jeder verlorene Prozess kostet viel, auch eine Tierschutzorganisation, die einklagt. Man sieht das im Natur- und Umweltschutzrecht. Also die Gerichte werden nicht zugemüllt mit Klagen von WWF und Pro Natura. Und vor allem, die müssen sich überlegen, die müssten eigentlich viel mehr Beschwerde einreichen. Es läuft so viel falsch. Täter lernen zum Teil halt schon auch etwas dazu und sorgen auch für bessere Zustände. Natürlich, das ist enorm wichtig, das im Natur- und Umweltschutzbereich, dass die Klagerecht haben. Ich arbeite an einer großen Reportage, die ich demnächst, ein neuer Skandal im Thurgau, lange recherchiert. Das ist unglaublich, wie da rechtswidrig Sachen bewilligt werden. Tierfabriken außerhalb der Bauzone. Das ist also mafios. Und ich habe dann beim Bund mich erkundigt, Amt für Raumplanung, beim Bundesamt für Umweltschutz. Da wurde wirklich zum Beispiel ein Bach eingedolt auf 150 Meter. Das heißt eindolen? In eine Röhre verlegt, ein schöner Bach, unterirdisch verlegt, damit einer seine Tierfabrik dort mit großzügigen Zufahrtswegen bauen konnte. Das ist ganz klar bundesrechtswidrig. Man darf das nicht nach heutigem Recht. Da wurde nicht gefragt, wurde einfach gemacht. Habe ich gefragt, überprüft das mal, die müssen den Bach wieder aufmachen. Bund hat keine Aufsichtsmöglichkeit. Wenn das rechtskräftig ist, ist es rechtskräftig. Wenn WWF oder so nicht Einsprache macht, kann der Kanton das so ganz wie krass rechtswidrig etwas bewilligen. Außer dem WWF oder diesen Umweltorganisationen hat ja niemand das Recht. Wir nicht. Wir können nicht Einsprache erheben. Du bist keine Umweltorganisation als Tierfabriken. Nein, das Bundesgericht hat uns beschlossen, dass wir dieses Recht nicht haben dürfen. Weil unser Motiv sei Tierschutz. Das ist ein Witz. Ja. Tierschutz ist eine Unterkategorie. Was ist das Motiv der Umwelt dieser Leute beim WWF und dir? Ja, einen Job zu haben, kann ich sagen. Die haben ja. Gesinnungsjustiz. Also, aber eben. Und das muss man schon sehen, wenn ein Politiker will, aus wirtschaftlichen Gründen da bauen lassen. Und das völlig rechtswidrig, das ist ganz krass, dieses Beispiel. In jeder Hinsicht völlig krass rechtswidrig. Dann ist es, niemand kann Einsprache machen, dann ist es rechtskräftig. Und beim Tierschutz ist es bis heute so eigentlich? Natürlich, dort auch. Dort hat überhaupt niemand ein Beschwerde und Einrecht. Da können Verfahren eingestellt werden. Veterinär kann machen, was es will, Fälle nicht. Grobe Tierquälerei, ja. Die Verwaltung, Veterinäramt in Zusammenarbeit mit der Agrolobby, die bestimmen, ob Tierschutzrecht durchgesetzt wird. Und dann nicht. Das Einzige, was du machen kannst, ist Lärm darum machen und dann gibt es das Militant. Aufrütteln. ist unsere einzige Möglichkeit, Missstände anzuprangern. Und das gilt in der Schweiz schon fast als unanständig. Man muss doch dann halt den Behörden melden, nicht gleich in die Öffentlichkeit gehen und solche Märchen erzählen, höre ich dann von so naiven Bürgern, die immer noch glauben, der Staat funktioniert so, wie es im Staatsunterricht gelehrt wird. Funktioniert überhaupt nicht so, sondern er funktioniert durch Interessenklüngel, wird das gesteuert und nicht nach die Verwaltung im Thurgau, jetzt, wo ich am besten kenne, die kümmern sich nicht um das Gesetz. Da wird politisch beschlossen, ob man will oder nicht. Ja. Und ich finde das ungeheuerlich, aber das läuft im Stillen ab. Ja, viele Volksvertreter. Ich merke immer wieder, wenn mal ein Tierschutzthema vor Gericht kommt, indirekt, weil ich eingeklagt bin, ich wurde schon oft eingeklagt und freigesprochen,
dort merke ich doch bei einem Richter viel, viel mehr Verständnis und Sympathie für Tierschutzanliegen als zum Beispiel bei der Verwaltung. Also die Legislative ist eigentlich der Flaschenhals zur mehr Gerechtigkeit, eben mehrere Gesetze, die Rechtsprechung werden die Gesetze nicht mal umgesetzt. Also es liegt an der Verwaltung. Aber wenn ein Regierungsrat wirtschaftsliberal ist und der Tierschutz ist in der heutigen Politik bis zum Bundesrat eigentlich, man möchte eigentlich keinen Tierschutz. Man will aber, weil es das Volk immer wieder fordert, aber dann, das ist ein Störfaktor. Nur wegen diesen Tieren da so ein Theater machen und das stört dann auch internationale Wirtschaftsabkommen. Mhm. Und stört die Wirtschaft, die Bauern sind dagegen, die haben eine starke Stellung in der Politik, übervertreten im Parlament. Und man will das nicht. Man braucht zwar ein Tierschutzgesetz, um das Bevölkerung zu beruhigen, aber dann macht man alle Hindernisse, dass sich das bei den Tieren gar nicht auswirkt. Mhm. Und eben mit einem Klagerecht könnten wir schon sehr viel hier und da mal einen Fall vor Gericht bringen. Aber dafür bräuchte es eine Initiative, 100.000 Unterschriften und dann ein Wahlkampf aber gegen alle Parteien. Ja, hat politisch, die Parteien sind dagegen, solange bei den Linken, SP, die Grünen Parteiverhandlungen, Schinkenbrötchen gegessen werden, kann man dort auch nicht sehr große Unterstützung erwarten. Und das ist, aber wir arbeiten dazu, auf dieses Ziel hin, auch andere Tierschutzorganisationen. Die Leute kommen dann zu uns und dort hat Missstände und dann glauben die, wir können hingehen und die Missstände beseitigen. Wir können gar nichts. Mhm. Das ist dieser Widerspruch. Und dann sind sie enttäuscht vom VGT, dass sie nichts machen. Ja, und die machen ja auch nichts. Wir können gar nicht. Ich kann nur immer wieder Missstände publizieren, es ist immer noch so. Aber ich kann nicht hingehen und Missstände beseitigen. Wenn ich eine Anzeige mache, dann macht das Veterinäramt gar nichts oder sagt nachher, es ist alles tierschutzkonform. Im Thurgau hatten wir einen Fall, im Hochsommer hatten die Schafe keinen Schatten, kein Wasser. Der Eimer war immer leer, ein bisschen Wasser, und der war in Viertelstunde gesoffen oder ausgetrocknet. Nichts mehr zu fressen an einer Straßenböschung, so altes Gras abgefressen, nichts mehr. Anzeige gemacht, Fotos, mehrere Tage beobachtet. Dieser berüchtigte Kantonstierarzt der Thurgau, witzig, weißt du, was das gemacht hat? Der hat den Schafhalter, ich habe es nachher gelesen in der Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft, deshalb weiß ich, was er überhaupt gemacht hat. Der hat dann telefoniert, mit ihm gesprochen und erkennt ihn, das ist ein guter Schafhalter, hat er der Staatsanwaltschaft gesagt. Der hat sich nicht so abgeklärt. Mhm. Und wenn die Fachstelle das sagt, dann stellen wir das Verfahren ein. So wird das dann erledigt. Da kann ich nur die Faust im Sack machen, mit den Tanken, ja typisch, und dann wieder bei veröffentlichen und sagen, Leute, schaut her, es bleibt nur, esst diese Produkte nicht. Es ist eine Illusion zu glauben, da werde ja geschaut und werden Veterinäramt, Tierschutzgesetz, das ist tote Buchstabe. Die einzige Hoffnung, ich komme immer wieder zu diesem Schluss, ist, dass keine tierischen Produkte. Und eben das Beschwerde- und Klagerecht, da arbeiten wir darauf hin, aber es ist parteipolitisch auch nicht realistisch. Man will das nicht. Hm. So, jetzt können wir vom schönen Thema reden, wie du verhaftet wurdest endlich. Ja, jetzt können wir dann noch vertiefen. Das wäre, genau. Wir haben eigentlich zwei. Ich habe ja gesagt, dann Verwaltungswillkür immer wieder, dass wir bei Demos verunmöglicht verhindert werden. Da haben wir zwei Beispiele, die wir heute kurz erwähnen können. Bevor ich zu der Verhaftung komme, vielleicht das, was... Du bist sehr gut mit deiner Inhaltetaktik. Ja, man muss zuerst das Kurze dran nehmen, sonst, wenn das Längere dran nimmt, ist es dann unübersichtlich. Okay, wie du willst. Was ganz neu ist, wir hatten im
an Ostern, nächsten Ostersonntag, eine Kleinkundgebung geplant. Vor einer Kirche, beim Ostergottesdienst. Das ist natürlich provokativ. Und zwar machen wir das hier und da mal, wenn ein besonders fleißiges Kirchenmitglied zu Hause tierquälerisch, Kaninchen sind es meistens, hält, tierquälerische, aber dann immer in die Kirche zum Beten und in den Gottesdienst eilt. Das macht mich sauer. Das ist in meinen Augen Heuchelei. Und dann haben wir das schon mal gemacht, vor einigen Jahren in Zirnach, sind wir vom Ostergottesdienst, oder um Ostergottesdienst, dann kommen die meisten Leute in die Kirche, sonst einen normalen Sonntag sind ja die Kirchen halb leer. Und weil sie an Osterhasen glauben, passt auch das Thema Kaninchen sehr ja, gut. Ja, passt auch noch. Und dann machen wir eine Kleinkundgebung, wenige Personen, um die Kirche anzugreifen. Ich habe in diesem aktuellen Fall einen Pfarrer geschrieben, wir machen eine Demo, wir greifen nicht die Kirche an. Wir wollen Ihre Kirchgemeinde informieren, was da für ein Mitglied mitmacht bei euch. Heuchelei soll das christlich sein, Tiere zu quälen. Da wollen wir einfach ein paar Gedanken mitgeben. Wir hatten vor den Jahren in Zirnach wurde das verboten, gestützt auf das Sonntagsruhegesetz des Kantons Thurgau. Da darf man am Sonntag keine öffentlichen Veranstaltungen, außer biblische. Ja, das ist ich war ja Freidenker und das ist ein großes Ärgernis. Ja. Und das habe ich mir nicht gefallen lassen, Beschwerde erhoben, Departement Beschwerde abgelesen, Verwaltungsgericht abgewiesen. Das Thurgau-Verwaltungsgewiese ist absolut untauglich. Die entscheiden einfach zugunsten des Staates. Völlig, da haben wir keine Chance, egal was. Der Thurgau ist ja berühmt dafür, gell? Also für ein besonders schlechtes. Völlig unfähige oder politisch voreingenommene Richter. Mhm. Und dann Bundesgericht Recht bekommen. Also das Bundesgericht hat gesagt... Moment, aber es muss ja alles innerhalb von Wochen passiert sein, oder? Du hast die Bewilligung beantragt und... Ja, die Vorgeschichte ist eben wichtig. Das war ein paar Jahren, da habe ich ein Bundesgericht gewonnen. Die haben gesagt, egal was da im Sonntagsruhegesetz steht, dieses pauschale Totalverbot an Ostern kundgeben zu machen... Da muss man abwägen mit den Interessen. Das ist bundesrechtswidrig. Wir haben unsere... Kundgebung wäre ruhig, still, friedlich, nicht aggressiv gewesen. Und dann hat Bundesgericht gesagt, also, weißt du, ein heiliger Sonntag am Bahnhof oben ist der Kiosk oft, da kannst du Pornohefte kaufen. Also man kann nicht die ganze Welt stilllegen, nur weil jetzt die Christen Ostern feiern und in die Kirche gehen. Und was die auf dem Weg zur Kirche miteinander reden, ist wahrscheinlich auch nicht so christlich. Politische Äußerungsfreiheit auch, oder? Ja, natürlich. Also eben, um kurz zu machen, Bundesgericht hat gesagt, das Verbot war klar rechtswidrig. Das heißt, das Sonntagsruhegesetz ist rechtswidrig, bundesrechtswidrig. Mhm. Und hier haben wir übrigens auch das Schreiben. Ja, das bringt nichts. Nicht so ich komme darauf zurück, aber da ist nichts Besonderes drin. Okay. Das Bundesgericht hebt keine kantonalen Gesetze auf, aber es kann im Einzelfall sagen, das ist rechtswidrig. Das Thurgau hat das Gesetz nicht angepasst. Das ist heute das Gleiche. Jetzt wollten wir am nächsten Sonntag wieder so eine Kleinkundgebung machen und wurde auch verboten. Was ist, wenn du jetzt einfach hingehen würdest, dich verhaften lassen würdest und dann... Ja, es ist so, das kann ich schon machen. Es wirkt dann irgendwie auch mal peinlich. Es hat dort kaum Leute, das ist ein kleines Dorf aus den Kirchengängen, die hätten wahrscheinlich noch Freude, wenn mich die Polizei weglockt. Und ich könnte nur eine Einmannkundgebung machen. Ich kann unseren Aktivisten nicht zumuten, dass die polizeilich verzeigt werden und ein Verfahren haben. Das wollen wir nicht. Verstehst du? Also ich kann nicht sagen, wir machen diese Demo. Ich muss auf unsere Aktivisten Rücksicht nehmen. Aber wenn nehmen. Du sie machen würdest, hättest du das Bundesgerichtsurteil im Rücken und in letzter Instanz würde es wahrscheinlich heißen, es war nicht rechtmäßig. Ja, es ist so, ja eben, aber dich zu fassen, es ist so, ich habe jetzt da auch Beschwerde erhoben. Wann ist denn das? An Ostern? Das sind in 2-3 Wochen, oder? Ja, bald. Eine Beschwerde erhoben, das geht normalerweise dann ein halbes Jahr, bis ich einen Entscheid bekomme. Der nützt mir dann nichts mehr. Jetzt ist aber so,
ich versuche auch da jetzt Publizität zu machen. Und wenn es mir gewinnt, habe ich eigentlich einen größeren Effekt. Das ist das, was ich gemeint habe. Verbote, sie wollen etwas unterdrücken, am Ende ja, schaden sie sich mehr, das, als sie das, nützen. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Jetzt hat sich ein Journalist interessiert und Regierungsräte Frau Knill angerufen, die, bei der ist es das. Jetzt haben die Vollgas gegeben, habe ich noch nie erlebt. Es scheint so, dass die jetzt im Eilverfahren eine Bewilligung erteilen. Ah, dann guter diese, Ruf eilt ja voraus. Riese Blamage. Ein guter Ruf eilt ja bei manchen Politikern dann doch wieder voraus. Ja, aber das war die Hilfe von einem. Wenn es dann in die, das kommt, interessiert sich ein Medium. Dann geht nur sagen, etwas im Medium, Kanton Thurgau mit öffentlichem Druck. Und jetzt komme ich zum anderen. Die Verhaftung, die ist so schön anzuschauen. Also, das ist ja ganz kurz noch, das Medium, die da angerufen hat, willst du fragen, wer das war? Oder? Will ich jetzt noch nicht nennen. Ja. Der hat das exklusiv von mir. Ah, okay. Deshalb will ich nicht viel dazu sagen. Aber eigentlich habe ich es jetzt exklusiv bei Stricker TV schon verraten. Ja, bis dann ist das vielleicht ein Prime. Breaking News. Okay, und jetzt kommen wir zum endlich zu deiner spektakulären Verhaftung. Das zweite Beispiel, wie Demos verhindert werden, rechtswidrig. Das war vor ein paar Jahren, da habe ich, aber die Gerichtsverfahren laufen bis heute, deshalb ist es noch aktuell. Da habe ich vor einem Pelzgeschäft in St. Gallen eine Ein-Mann-Kundgebung durchgeführt. Das heißt, ich bin dort hingestanden, habe Flugblätter verteilt, ganz ruhig, friedlich. Wer eines nehmen will, Passanten vor diesem Ding. Dann hat der Inhaber Polizei, der hat einen Namen in St. Gallen, dieser Modeweber heißt die Firma. Dann ist die Polizei gekommen, hat mit denen geredet. Aber wer die Polizei gerufen hat, du kannst nur mutmaßen und. Nein, der hat es gerufen. Ah, das ist klar. Ja, der Inhaber des. Dann ist die Polizei gekommen, gerade in den Laden hinein, haben wir gesprochen. Und der ist rufschädigend und so weiter. Und dann haben die gedacht, die Stadtpolizei in St. Gallen, das klären wir. Das erledigen wir. Das klären wir. Die Regie könnte vielleicht mal die erste der Fotos von. Auf dem von St. Gallen, die erste. Da sieht man, wie ich ganz friedlich die Flugblätter verteile. Also man hat dann gesagt, ich habe die Verkehrssicherheit gefährdet. Toll war gerade ein Fotograf vor Ort. Also das war die Situation. Und manchmal hat es mehr Leute, da war ein Bushaltestelle, das ist klar, aber wer den Verkehr behindert hatte, war die Polizei, die sind mit einem Aufgebot, da waren schlussendlich 7 Beamte dort vor Ort, die kamen dann raus und sagten so, wenn schon mal was läuft, dann sie haben keine Bewilligung, haben sie eine Bewilligung, habe ich gesagt, nein, brauche ich nicht, Ein-Mann-Demo-Kundgebungen sind gemäß Bundesgericht zulässig. Da haben die gesagt, nach unserer Polizeiverordnung braucht ihr auf Flugblattaktionen Bewilligung, habe ich gesagt, Bundesrecht geht eurer Stadtpolizei regulativ vor. Da waren sie überrascht. Und dann haben die, ich habe angekündigt, eine Stunde werde ich Flugblätter verteilen, öffentlich. TVO war dort und dann haben die lange beraten. Ich habe sogar unseren Anwalt mitgenommen. Ich habe so gefürchtet, wenn ich immer wieder so Willkür erlebe, jetzt will ich mich absichern. Der war vor Ort, es waren zwei private Kameramänner vor Ort, einer hat aus dem Café gefilmt, einer von der anderen Straßenseite, TVO hat aus nächster Nähe gefilmt. TVO wusste auch, dass du da bist, oder wie? Die wurden auch vorab informiert. Das ist einer der best dokumentierten Polizeieingriffe, Übergriffe, die, glaube ich, hier abgegangen ist. Es ist alles auf die Sekunde, ja, filmisch festgehalten. Dann haben die gesehen, dass natürlich all diese Filmkamera, dass das eben registriert wird und viele Zeugen verunsichert. Dann ist noch ein Zivilpolizist der Verwaltung gekommen und 3/4 Stunden lang haben die wollten eine Marktdemonstration. Die sind zu mir, die kamen zu mir, der Anwalt war auch dort, sagten, ich müsse aufhören. Mich ausweisen, habe ich Identitätskarte gehen und das muss weiter. Man, gell, sich ausweisen muss man. Ja. Und dann weiter Flugblätter verteilt und habe ich gesagt, ich habe keine Zeit, ich bin am Arbeiten, redet mit meinem Anwalt, dann weiter Flugblätter. Ich bin am Arbeiten. Ja.
das ist eine Möglichkeit, um einem zu hindern, indem man einfach den der Person identifiziert, eine halbe Stunde, mich noch auf den Posten nimmt vielleicht, oder? Mhm. Also das habe ich nicht mehr gefallen lassen. Und dann kurz bevor die Stunde abgelaufen wäre, kam es dann zu dieser Szene. Du hattest Szene. Geplant, eine Stunde lang da zu sein, oder wie? Du hattest geplant. Habe ich öffentlich angekündigt. Ich werde an diesem Samstag, es ist eine Vorgeschichte, jemand hat ein Anti-Pelz-Inserat in der Zeitung veröffentlicht, kleines rotes Inserat gegen Pelz. Mhm. Dann wurde es erschien einmal, nachher hat es das St. Galler Tagblatt zensuriert. Ich habe das irgendwo gelesen. Dann sagte ich, was? Aha, jetzt werde ich, dann komme ich. Mhm. Wo Zensur ist, jetzt, ja, hat Erwin jetzt, die Nase voll. Er zensuriert das Inserat, jetzt gehe ich persönlich dorthin und mache eine Flugblattaktion. Das war eigentlich der Auslöser. Und da habe ich angekündigt, jetzt komme ich und mache dort eine Stunde lang Flugblattaktion. Und du musst es begrenzt für eine Stunde, du dürfst jetzt nicht tagelang dastehen, das ist ja wieder nicht erlaubt, oder wie? Wollte ich nicht. Doch. Ich wollte einfach also ein Zeichen Stunde. Setzen. Genau. Okay. Und habe auch bewusst mich zurückgehalten. Also nicht lärmig und Sprechchör, sondern als Einzelperson. Wir hatten keine Zeit, um eine Kundgebungsbewilligung einzuholen. Hätten die auch nicht geklagt. Da habe ich gedacht, ganz dezent, wie man auf dem Foto gesehen hat, bin dort, habe nicht behindert, bin aus dem Weg gegangen. Es gab überhaupt keinen Grund, das zu verbieten. Doch, aber die, du störst. Ja. Also ja, Polizeiwillkür in Reinkultur. Die Ideologie. Und dann... Ja. Der Anwalt hat auch gesagt, dass es ist erlaubt. Und dann, wo es eine Prestigefrage, der linke Zivil da und der rechte, das sind die zwei Zivilisten aus der Verwaltung. Stadtpolizei. Ja, die Gestapo. Gestapo, ja. Die Bewilligungen erteilen und so. Okay. Und dann waren etwa 7 oder 5 Beamte da. Schaut mal wieder, die Verkehrsbehinderten. Die haben nachher sich gerechtfertigt, es sei eine gefährliche Situation stand durch meine Aktion, weil wenn der Bus kommt und viele Leute aussteigen, da könnte jemand wegen mir auf die Straße treten. Er kann auch wegen einem Kinderwagen auf den Straße. Ja, ist völlig recht. Aber du bist nicht freiwillig eingestiegen, sehe ich gerade, oder? Nein, das können wir dann noch Film einspielen. Man hat kurz vor Schluss hat man mich gepackt. Und du hast gesagt, in 5 Minuten ist fertig, oder? Hast du nicht gesagt. Nicht gesagt, aber die wussten das. Ja, okay. Ich habe mit denen überhaupt nicht geredet. Mhm. Und dann habe ich passiv... Können wir das zeigen schnell? Ja, das ist aber der richtige Ausschnitt. Sonst geht es zu lang. Schauen wir. Und dann haben die mich plötzlich dann gepackt. Ich habe es kommen sehen. Und ich habe einfach passiv Widerstand geleistet. Der Anwalt rechts hat versucht, dann hat mich da mit Gewalt... Jetzt reißt man mich dann noch den Kopf herunter, dass ich das... Und so wirkt man mich in den Ding und hat mich so verhaftet. Das ist abstellen. Genau, okay. Ist faszinierend. Ja. Das ist noch das Inserat, das zensuriert worden ist. Aber eben, das gehört nicht mehr dazu. Und jetzt laufen Gerichtsverfahren. Es sind jetzt 3 Polizisten angeklagt. Ich komme demnächst durch Gerichtsverhandlung. Also nicht die Polizei, sondern die Polizisten als Privatpersonen oder wie? Ja, als Privatpersonen, nein, Amtsmissbrauch und Nötigung und solche Dinge. Diejenigen, okay, die das veranlasst haben, diesen Polizeieinsatz, die leitenden Polizisten, die sind angeklagt. Ah, nicht die Ausführenden, nicht die, an die auch herumreißen? Die haben den Befehl ausgeführt. Ja. Die sind, ja. Und wenn jetzt das so also aber man kann nicht sagen, es sei, also Nötigung, sagst du? Oder Amtsmissbrauch, Freiheitsberaubung. Freiheitsberaubung ist Nötigung, eigentlich eine Art von Nötigung. Ja, es geht kreis um diesen Tatbestand. Und auch wenn jetzt die verurteilt würden, dann wären die vorbestraft nachher? Wären vorbestraft, ja. Hat das polizeiliche Konsequenzen im Dienst? Ich glaube nicht unmittelbar. Das ist ein Polizeikommando und die würden sagen, das ist Bagatelle. Wir hätten dasselbe gemacht.
Ja, irgendwie so, oder? Und, das hat, aber es ist natürlich, aber dann ist eine Vorstrafe unschön keine, für einen Polizist. Hat eine Vorstrafe keine Konsequenz für einen Polizisten im Dienst? Ich glaube nicht zwingend. Es gibt keine gesetzliche Grundlage, dass es zwingend sein muss. Das ist doch interessant, oder? Bei vielen Posten, wo einer Einstellung ist es sicher nicht schön. Deshalb wehren sich die mit allen möglichen Ausreden dagegen. Ja. Aber du hast alles, also man kann sagen, ein Stück weit hast du damit gerechnet, dass das passieren wird, wenn du. Ja, das wird jetzt versuchen, die auch so zu drehen. Ich bin einfach. Im Kanton St. Gallen habe ich schon sehr viele Polizeiwillkür erlebt und bin vorsichtig geworden. Und darum es ist bist immer noch das Problem, beweisen. Die Polizisten halten zusammen und sagen geschlossen, behaupten die irgendetwas. Und dann habe ich hab's irgendwie, auch wenn nur eine kleine Chance oder Gefahr bestand, muss es ich habe das irgendwie gespürt und dann nicht getraut und dann gesagt, jetzt will ich mich vorsehen, ich will nicht, dass ich dort einfach weggejagt wird und dann, was soll ich dann machen, oder? Mhm. Und dann wiederholst du das? Ja, ich hab's wiederholt. Du hast wiederholt. Ja, das ist logisch, ja. Was für eine doofe Frage. Ja, nein, das ist auch noch interessant. Ein Jahr später, am gleichen Tag, zur gleichen Zeit, eine Stunde lang habe ich es wiederholt. Ja. Unbehelligt, also unbehelligt. Die verantwortlichen Polizisten kann sagen, war schon das Gerichtsverfahren hängen. Ja. Guten Tag, Herr Kessler, Sie wissen, dass Sie das nicht darf. Und ich sage, ja, das ist Ihre Meinung. Wir müssen Sie leider verzeihen. Ja, bitte, bitte, wenn Sie meinen. Die haben einfach dann mich verzeiht. Und das war korrekt. Wenn Sie denken, es ist rechtswidrig. Genau, es ist völlig unverhältnismäßig. Aber der Gewalteinsatz, der war unklar, unverhältnismäßig und unnötig. Verzeihung ist okay, da kann ich mich ja nachher wehren. Genau. Aber wenn man mich wegzerrt, nützt es mir nichts mehr, wenn ich nachher gewinne, oder? Vom Arbeitsplatz in den Bus verfrachtet. Und eben, Gefährdung der Verkehrssicherheit. Wer ist denn das, der in der Mitte steht mit der braunen Jacke? Den habe ich vorhin schon gesehen. Ja, ja. Okay. Schau mal, die haben mit ihrem Kastenwagen, mit ihrem Grossaufgebot auf den ganzen Trottoir blockiert. Ja, und werfen mir vor, als friedlicher Mann, der dort an der Ecke beim Mann, ich hätte Verkehrssicherheit. So absurd. Und was mich vor allem erschüttert, wie verlogen Polizisten sein können. Die haben jeder eine Schusswaffe. Die haben das Gewaltmonopol. Die können solche Dinge machen. Ja. Und können so verlogen sein. Das ist erschreckend, dass solche Menschen Gewalt ausüben dürfen. Es braucht ein gewisses Mindset, um Polizist werden zu wollen. Und ich glaube schon, dass sie die Schlimmsten wahrscheinlich oft aussortieren, aber ich habe eine klare Meinung, ich finde, die Polizei ist wichtig und notwendig, aber es erstaunt mich nicht. Ich muss sagen, will jetzt nicht die Polizei pauschal verurteilen. Ist nötig, zum Beispiel im Kanton Thurgau mache ich sehr gute Erfahrungen mit der Polizei, anständig und habe keine solchen Probleme. Ich kenne nur die St. Galler Polizei und ich habe da mein Arschloch zeigen können, ja, aber es ist eine andere aber Geschichte. Aber ich kann es noch gar nicht, da habe ich schon ganz grobe Willkür. Und das kommt noch dazu, das Polizeikommando deckt die immer. Ja, die aber das ist Chorgeist, wie vom Militär, oder? Da wird einfach geschützt. Und das ist eben das, was ich meine. Es ist am Schluss, wenn man in einem Apparat arbeiten will, mit diesem Unterwürf, also mit diesem, wie soll man sagen, Stufendenken, dass man wie ein Soldat einfach ausführen soll, was der Obere sagt. Und eben dieser Chorgeist und auch die Tatsache, dass natürlich sehr oft auch also auf üble Weise attackiert werden, bespuckt werden und so weiter. Die erleben auch viele Scheiße, sage ich mal. Und da entwickelt sich halt eine Eigendynamik innerhalb dieser Gruppe, dass ich noch verstehen kann, dass gewisse Dinge passieren. Und in der Schweiz, wenn man nur schon mit Frankreich vergleicht oder mit den USA vergleicht, haben wir ja sogar, sind die schlimmsten Zustände noch nicht so schlimm wie die besten Zustände anderswo. Ich habe ein gewisses Verständnis bei großen Anlässen, wo Polizisten verletzt werden etc., dass dort manchmal einfach Übergriffe gibt, auch von Polizei. Da kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber nicht bei einem solchen friedlichen Aktion. Das geht einfach nicht. Das kann nicht geduldet werden. Ja, aber eben das ist. Ja. Und wenn ich jetzt sehe, was es alles gebraucht hat, jahrelanges Prozessieren
kostspieliges Prozessieren, Gerichtsverfahren, wie man da abgewimmelt wird. Man hat das keine kann Chance, nur sich einer wehren, der Zeit, Geld und Verstand und Kenntnisse hat. Und ich will jetzt nicht Leute, einfache Leute von der Straße ohne Geld und Ausbildung, das solchen Beamten, die sind dann total ausgeliefert. Ja, und das wissen sie, und dieser Chorgeist hat doch gestützt. Die haben nicht erwartet, dass sie jetzt mal auf Widerstand stoßen. Wobei es ein bisschen dämlich, wenn man Erwin Kessler hört, da sollte man doch langsam Respekt haben. Ja, sind nicht alle so weit, aber es ist schon so. Die haben, das habe ich gespürt, die haben sich als Könige gefühlt. Wir befehlen und sagen, und Widerstand brechen wir sofort. Vielleicht können wir auch noch sagen zum 30-Jährigen, wenn du alles niedergerungen hast an Prozessen, von der SBB zur Post, zur Postzensur, zur, wie heißt da dieser Vasella, zu Schweizer Fernsehen, zu, ich weiß nicht, was kommt noch dazu, all diese großen Medienhäuser. Du bist am Schluss nicht immer, aber fast immer oben auf. In allermeisten Fällen. Es schützt mich schon, wenn du sagst, die lernen das nicht. Es schützt mich schon. Also wenn ich mich nicht wehren würde, dann würden die wie Hähnen über mich herfallen, mich VGT kaputt machen, das ist ganz klar. Und ich habe schon den Ruf, man muss sich zweimal überlegen. Aber das ist noch nicht überall angekommen. Also man kann sagen, über die 30 Jahre hinweg, in Sachen Justiz hat sich die Situation für die VGT eigentlich verbessert, oder? Ja. In Sachen Medien aber ist alles dasselbe geblieben, oder? Ja, die sind jetzt vorsichtiger. Also, ja, aber immer noch nicht wohlwollend in dem Sinne. Nein, es wird einfach nichts berichtet. Oder nur wenn man denkt, man kann jetzt etwas negativ berichten. Aber es ist dort... Die Journalisten haben halt schon oft das Gefühl, sie haben Sonderrechte. Sie dürfen alles als... Ich habe die Theorie, das sind wie Primarlehrer. Sie haben die Erfahrung, dass ein Primarlehrer hat immer Recht, weil er einfach klüger ist als seine Schüler. Und es ist dann zwar schwierig... Wir müssen ganz kurz Pause machen, einen Schnitt. Ja, warum? Ich muss aufs WC. Okay. Und da können wir aber, es gibt einfach einen Schnitt, das kannst du dann wegschneiden. Oder haben wir es in einer Live-Sendung? Ja, genau. Ja, tut mir leid. Dann geht doch einfach aufs WC, ich rede ein bisschen weiter. Ja. Wo ist das? Da genau. Unten? Nein, gehst du raus, geradeaus links. Ja, genau. Ja. Genau. Das ist wunderbar an einer Live-Sendung, es wird nichts geschnitten. Also alles bleibt dunkel. Und ich habe eigentlich auch dringend Bedarf, noch etwas zu trinken. Ich stoße an auf die Medienfreiheit, auch der unabhängigen Geister, der kleinen Podcast-Studios, wo die Toilette nur gerade um die Ecke ist. Und ich habe vorhin ja eigentlich eine Geschichte erzählen wollen, aber die verschweige ich jetzt. Wir warten, möchte nicht so sehr vom Thema ablenken, aber ich denke, es folgen noch ein, zwei Höhepunkte in Sachen VGT und vor allem eben auch Medienmanipulation. Und Sandro, hast du noch Energie? Ja, Daumen nach oben ist ein gutes Zeichen, ja, genau, wunderbar. Ich würde sagen, wir lehnen uns jetzt einfach zurück und stellen uns ein bisschen meditative Musik vor. Genau, ja, noch das Gesuch, genau, wollte ich das schon zeigen. Haben wir gerade schön Zeit haben. Das ist, glaube ich, der gerade weggenommen, gell? Das Schreiben, das du jetzt gerade weggeklickt hast. Das ist nämlich lustig. Genau, ich sage gerade Orchester, das ist immer so schön, amtsdeutsch, ein bisschen da drüben gebeten, eine kleine Tierschutzkundgebung zu machen am 21. April dieses Jahres. Dauert ca. eine halbe Stunde, die Zeit wird genau auch bekannt gegeben. Und jetzt Erwägungen, ungeachtet dessen, gegen wen oder was sich die Kundgebung richtet und mit welchen Mitteln diese Kundgebung ausgestattet werden soll, hat die Gemeinde gestützt auf § 5 des Regelrechtaggesetzes des Kantons Thurgau, die Durchführung des Anlasses zu verbieten, da es sich nicht um einen religiösen Anlass handelt. Gut, und dann weiter scrollen, genau, gehen wir gerade schon zum Urteil, gemäß 2, weiter runter, genau, und dann irgendwo wird ein Beschluss. Gestützt auf die obigen Erwägungen trifft der Gemeinderat folgenden Beschluss. Das Gesuch des VGTs um Bewilligung um eine Tierschutzkundgebung am Ostersonntag wird gestützt auf § 5 abgelehnt. Auf die Erhebung der Gebühren wird verzichtet. Das tönt schon ein bisschen darauf,
danach, dass sie ein bisschen gemerkt haben, dass da was nicht ganz einfach sein wird mit dieser Ablehnung. Und dann dritter Teil, das Rechtsmittel gegen diesen Entscheid kann 20 Tage lang kann das angefochten werden, Rekurs erhoben werden. Und diese 20 Tage hat Erwin Kess wahrscheinlich nicht gebraucht, ihm hätten 2 Stunden genügt. Und dann eben Mitteilung ging natürlich an die betroffenen Stellen, inklusive Polizeiposten in Sulgen, die am 21. April wahrscheinlich vormittags ebenfalls eine christliche Anwandlung haben werden und sich in der Nähe der Kirche auffinden werden. Habe ich da recht? Mhm. Genau. Okay, gehen wir wieder zurück. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Jetzt könnten wir noch dieses interessante Beispiel Verleumdung und Medienmanipulation diskutieren. Genau. Eine Sendung von Teletop, oder? Ja, das finde ich schön. Darüber haben wir schon mal gesprochen und seitdem hat sich einiges getan. Ich glaube, du hast ja Beschwerde eingereicht bei der unabhängigen Beschwerdeinstanz, der UBI. Und da liegt, glaube ich, auch schon ein Urteil vor, aber ich möchte nichts vorwegnehmen. Am besten redest du gleich weiter. Also die haben eine Sendung gemacht. Wir hatten über eine Demo, die wir in Frauenfeld durchgeführt haben. Da ging es um einen neuen Schafquälerfall. Einer, der im Stall Schafe herumschmeißt und schlägt. Kam auch in vielen Medien. Wir hatten ein Beweisvideo, aufgenommen von einem Nachbarn. Die Medien haben das als Schockvideo bezeichnet, weil man glaubt das kaum. Und dann hat Teletop in dieser Sendung nicht über die Demo berichtet, sondern das als Anlass und hat eine Sendung gemacht, in der, so hat es dann die unabhängige Beschwerdekommission im Urteil festgehalten, die einfach nur so aufgebaut war, dass um ein falsches Bild von mir zu zeichnen, ein Bild eines Tierschützers, der Tierquälerei anprangert, wo es gar keine gibt, und eine Familie dieses Schafhalters eigentlich kaputt macht, wie es dann geheißen hat, also mit erfundener Tierquälerei. Das ist natürlich ein ganz, ganz schwerer Vorwurf gegenüber einer Tierschutzorganisation, Tierquälerei anzuprangern, wo es nicht gibt. Als ob man das erfinden müsste in der Schweiz, gell? Ja, es gibt ja keine Tierquälerei, ich muss erfinden, oder? Es ist alles von A bis Z lächerlich, aber tragisch. Ich meine, wir haben ja das Beweisvideo auf unserer Homepage veröffentlicht, das kam auch, Blick hat auch einen Ausschnitt daraus gezeigt, aber man kann nicht davon gehen, dass jetzt die ganze Bevölkerung im Einzugsgebiet von Teletop das kennt, das kann man nicht. Das sind wenige Leute, die das aktiv dann auf der Homepage angesehen haben. Und da muss man vorausgehen. Und dann diese Sendung, das, eben da wird dann behauptet, das sei gefälscht, manipuliert und erfunden. Dabei, was richtig wahr ist, die UBI festgestellt hat, die Sendung war manipuliert. Und in dieser Sendung wurde dann den Zuschauern ein Ausschnitt aus diesem Beweisvideo vorgespielt, wenige Sekunden. Und damit man versteht, was man dann sieht, muss ich kurz vorwegnehmen. In dieser Sendung hat man einen Ausschnitt gewählt aus diesem viertelstündigen Video, wo gerade nichts passiert. Der ist hier und her gelaufen, manchmal hat er Pause gemacht, um Atem zu schöpfen. Also man sieht nichts. Ja? Das bestätigt dann, es gibt gar keine Tierquälerei. Was noch viel erschwerender kommt, da wurde dann geschnitten, dann kommt eine nachgestellte Szene. Teletop hat mit dem Tierhalter eine Szene nachgestellt, in der völlig verharmlosend. Also, die Schafe gestreichelt statt geschlagen. Ja, werden. Gestreichelt statt geschlagen sozusagen. Ja. Und wurde den Zuschauern als originales Ausschnitt aus dem Beweisvideo verkauft. Und jetzt schauen wir uns mal dieses manipulierte Video auch an, dieser Ausschnitt in der Originalsendung. Mit Ton, gell? Das ist mit Ton, gell? Mit Ton, ja, da kann man. Oder ohne Ton, ja. Nein, du wirst ja, glaube ich, beschreiben, was ja passiert. Man sieht hier mit einem, wie der Mensch genau hier beim eingeschnittenen Material. Der steigt mit einem Strick. Strick über die Leute. Schon vorbei, ja. Genau, also es hat nur so ausgesehen, als ob er, also vielleicht kann man es nochmals zeigen, das ging fast ein bisschen zu schnell. Ja. Genau.
Auf dem ersten Ausschnitt das sieht man das ist Originalmaterial, aber hier schlägt er man rein. Sieht dort, er macht Bewegungen und dann und nachher zeigt er, dass er nur mit einem Strick auf die Abschrankung geschlagen habe, gar nicht die Tiere. Das wurde in der Originalsendung so gezeigt. Und dann auf meine Klage hin wurde das Video angepasst. Dieser Ausschnitt aus dem Video geändert, online natürlich, und nur noch online, wo es fast keiner sieht. Und dort sieht. Wurde dann wirklich ein Ausschnitt aus dem Originalvideo gezeigt, wo man auch etwas sieht. Und, genau, und das können wir jetzt abspielen. Genau. Hier sieht man, erstes Schaf geworfen, zweites Schaf der geworfen. Er wirft da Schafe über die Abschrankung. Ja, einfach wie ein sehr rabiat. Ein Irrer. Genau, und das eine Viertelstunde lang. Wir haben das ja in einer früheren Sendung schon ausführlicher gezeigt. Das gibt minutenlanges Material, die das belegt. Und Teletop hätte es nicht nötig gehabt, zusätzliches Material zu filmen. Es war genügend Material da. Ja, ja. Es ging wirklich darum, bewusst die Sache zu entstellen. Eigentlich. Und eben, es ist eine Viertelstunde. Man kann das online auf der Homepage des VGT ansehen. Zum Teil schlägt er es mit einem Knüppel, die Tiere. Er zerrt sie an den Hinterbeinen durch den ganzen Stall. Und es ist wirklich jeder, der das sieht, auch die Richter der UBI, die haben gesagt, das ist schockierend. Also. Mhm. Und das wurde das schockierende Tatsache. Niemand zweifelt, dass diese Aufnahmen echt sind, obwohl das auch behauptet wird, sei nicht echt oder angezweifelt. Aber er hat nicht noch ein Politiker, hat ja noch eine Stellung bezogen. Ja. Genau. Und in dieser Sendung, jetzt haben wir mal gesagt, wie mit dem Ausschnitt manipuliert wurden. Da wurde eingebettet in eine Sendung, die auch die UBI sagt, die ganze Sendung ist, mit der ganzen Sendung sind die Zuschauer manipuliert worden. Also wortwörtlich manipuliert. Manipuliert worden, ja. Jawohl. Also eigentlich das andere Wort für Fake News. Okay. Und das Wort verwenden die selten. So direkt. Die ganze Sendung, normalerweise ist etwas in einer Sendung nicht in Ordnung, die ganze Sendung als Ganzes hat den Eindruck erweckt. Nicht nachlässig, sondern wirklich manipuliert. Das, ja, das insinuiert ja auch, dass es bewusst so gemacht wurde, dass ein falscher Eindruck entsteht. Das spielt alles so zusammen, wir kommen da noch darauf. So, dass der Eindruck entsteht, wer sein grob fahrlässige, nicht einzunehmende Tierschützer, die Tierquälerei erfinden, Leute anprangern, die Familie des Schafhalters, obwohl da gar nichts zu sehen ist. Und jetzt sehen wir dann einen Ausschnitt aus der Sendung, wo ein Politiker, BDP-Kantonsrat Roland, wie heißt er? Thurgauer. Jetzt ist mir gerade entfallen. Ist ja klar. Wir können, wir haben das schon. Wir finden das gerade raus. Roland Huber war das. Roland Huber, ist BDP. Kein Name, den man sich merken muss, außer man geht das nächste Mal wieder wählen, dann weiß man, wo man sein Kreuzchen nicht machen muss. Und der sagt jetzt da in der Sendung, wir zeigen gleich den Ausschnitt, es gibt keine Hinweise auf diesem Video, keine Hinweise auf Tierquälerei. Wir haben vorher gesehen, in der richtigen Ausschnitt, wie der Schafe herumwirft, an den Haaren packt, auch das ist schwerhaft, wirft sie über eine Abschrankung und das eine Viertelstunde lang. Und der behauptet, für alle Leute, die es nicht original gesehen haben, der nur die manipulierte Version nachzusehen bekam später, es sei keine Hinweise auf Tierquälerei und ich müsse mich bei dieser Familie entschuldigen und so springen. Da können wir jetzt kurz im O-Ton hören. Originaltext, genau. Wenn man das wirklich seriös anschaut, dann hat es da keine Anhaltspunkte auf die Quälerei. Ich fände es eigentlich angebracht, dass wenn eine Familie geschädigt wird, in der Existenz, aber auch in ihrer Ehe, dass man sich dann auch offiziell mal entschuldigen kann. Gut, jetzt läuft das Strafverfahren und er hat ja gesagt... Also eben, mit diesem Beispiel sehen wir einerseits Medienmanipulation, andererseits Verleumdungen, wie das ineinander spielt. Das ist eine ganz krasse Verleumdung, habe mich nicht gefallen lassen. Es ist jetzt eine Klage gegen ihn, Henning. Und diese Aussage wurde dann durch diesen manipulierten Videoausschnitt bestätigt. Oder? Der Zuschauer hört den... Es gibt keine Anhaltspunkte für Tierquälerei. Und nachher kommt ein Videoausschnitt, der so manipuliert ist, dass er das bestätigt. Ja.
Also, es ist von allen Seiten her eigentlich fast schon ein bisschen, ich möchte kein anderes Adjektiv nennen, aber sehr, sehr, sehr unseriös. Aber das Gute ist, wir haben hier im Originalton einen Politiker, der sagt, dass wenn jemand unrechtmäßig in seiner Ehre und in seiner Existenz beschädigt wird, dass es dann doch angebracht wäre, sich zu entschuldigen. Und ich bin doch sehr gespannt und ich hoffe, die ganze Wählerschaft von Herrn Huber ist sehr gespannt darauf, dass, wenn er diesen Prozess verliert, ob er dann auch den Anstand hat, den er selber postuliert hat und sich bei einer Tierschutzorganisation, die in seiner Existenz empfindlich getroffen wurde, und bei Herrn Kessler, den er empfindlich in der Ehre verletzt hat, ob er dann auch die Größe hat, zu seinem eigenen Wort zu stehen und sich zu entschuldigen. Ein kleiner Spoiler vorweg, er ist Politiker. Okay, Ich zum habe da noch nächsten. eine brandneue Ak Oh, Aktualität okay, wird es noch dazu, zu spannender? diesem Fall. Ist er schon Es verurteilt? ist ja so, um es ganz kurz zu wiederholen. Zuerst, als ich das veröffentlichte, sprachen die Medien jeder Schockvideo. Dann Da ist ja nichts. hat der Tierquäler und die Medien haben das gleich weiterverbreitet, die ganze Nation, der Verdacht, das sei gefälscht, das Video. Und der hat das dann weiter verbreitet, der Roland Huber, eben, er behauptet ja, also nein, der Widerspruch, also dann war es gefälscht, ja. Als zweites, zuerst Schockvideo, dann gefälscht. Und dann kam Blick mit einem namhaften Experten, mit Namen genannt, Videoexperten, der gesagt hat, überhaupt keine Hinweise auf Manipulation, ein solches Video kann man praktisch nicht fälschen. Ein normaler Mensch nicht. Da braucht es Also das ein. Originalmaterial, nicht das nachgedrehte Material Ja, vom ja. Tabletop, genau. Also unser Beweisvideo. Das Dass muss ein echt solches sein. Video zu fälschen, das bräuchte ein Hollywood-Studio. riesengroßes Hollywood-Studio und ein Ja. Jahr Zeit und so. Also, und dann sprach man nur noch so zurückhaltend von könnte fälsch sein, aber das haute dann nicht mehr. Und jetzt kurze Einblendung, das Neueste. Die Staatsanwaltschaft hat ein forensisches Gutachten vom Forensischen Institut Zürich machen lassen, ob es Hinweise gibt, dass das Video manipuliert sei. Ich kenne das in der Zwischenzeit. Die Staatsanwaltschaft hält das geheim. Ich kenne es, weil ich eingeklagt bin, jetzt auch, habe die Akten gesehen. Es gibt keine Hinweise auf eine Manipulation. Das ist die Stellungnahme des Forensischen Instituts und deshalb wird es von der Staatsanwaltschaft geheim gehalten. Nachdem zuerst ein Gerücht verbreitet wurde. Das ist auch so. Und jetzt geht es Und darum. jetzt geht es weiter. Dann war also dieses gefälscht, das war dann ein bisschen aufgehoben. Dann kam der dritte Schritt. Man sieht gar keine Tierquälerei auf dem Schockvideo, dann Video. gefälscht und Ja, jetzt ist gar also keine ich fälsche Tierquälerei. also ein Video, Das gar keine so dass man gar Tierquälerei nichts ist, sieht. genau. Also es ist absolut absurd. Und jetzt sind wir im vierten Schritt. Weil das ist jetzt auch ein bisschen, dieses, man sieht Lass mich keine raten, Tierquälerei, ist lass mich jetzt auch raten. Es war jetzt. Putin. Nein, nicht, okay. Oder mit dem UBI-Entscheid, der hat kein Mensch in der UBI hat das geglaubt, dass das gefälscht ist. Waren auch schockiert. Übrigens, eine Richterin, ich war ja an der öffentlichen Beratung, eine Richterin der UBI hat gesagt, also es sei so, sie habe diese Originalsendung geschaut, die hatten ja das eingereicht. Dann haben sie gedacht, ja, jetzt ist Herr Kessler also schon merkwürdig weit gegangen, also da bauscht er etwas auf, das es gar nicht gibt. Also muss ich schon sagen, das war ihr Eindruck. Der Richterin, Dann der hat sie erste die Eindruck. korrigierte Version angeschaut und hat sie gesagt, dann hat ihre Meinung völlig gekippt. Sie war schockiert von diesem Video und das ist richtig, der musste das anprangern, das Gut gibt es den. Also wirklich einfach Das das ist eigentlich ein Gegenteil. Zeichen Ihrer Unbefangenheit, dass Sie anfangs Ja, eigentlich und jetzt gegen. muss man sich vorstellen, die Zuschauer haben nur die erste Version gesehen. Ja, und ein paar, vier Leute Völlig haben klar, noch. was da für ein Eindruck Ja. gezeigt wurde. Und jetzt eben das mit dem Fälschen, das ist jetzt auch, also dass man keine Tierquälerei sieht, ist auch problematisch. Jeder kann ja das auf unserer Homepage anschauen, das volle Video. Und einige haben es gemacht, das ist auch nicht sehr glaubwürdig. Jetzt ist der vierte Schritt, ist jetzt im Gang. Was ist das?
Was gibt es noch? Eben, es war Putin. Nein, Trump. Es ist so. Das Video wurde illegal beschafft. Man hat Aufnahmen aus dem Geheimbereich, sind verboten und das darf nicht verwertet werden. Also aus dem Intimbereich würde ich auch verstehen, wenn Geschlechtsverkehr stattfinden würde, aber ich nehme also nicht an, dass in diesem Stall das passiert. Ich habe ein Gutachten machen lassen von einem namhaften Professor, ist völlig klar. Das ist nicht privatgeheim, es ist kein geschützter Privatbereich, kein Geheimbereich, sowieso nicht nach dem Gesetz. Es heißt Privatbereich, der nicht ohne weiteres einsehbar ist geschützt. Und hier verläuft eine Straße an der Schaffabrik vorbei, wo es auch einsehbar mit einer breiten wäre. Fensterfront. Die haben gesehen, das wurde ja durch die Fenster aufgenommen. Jedermann, der dort ist, kann das einsehen. Also es ist aber es wurde hier von oben herab gefilmt. Die Frage ist, ob man von der Straße aus geradeaus das auch sehen kann. Ja, das würde man genau gleich sehen. Es ist sehr flach. Okay. Ah, okay. Und also das ist der Tatbestand nicht erfüllt. Und wenn er erfüllt wäre, gäbe es die übergesetzliche Rechtfertigung. Im öffentlichen Interesse muss es möglich sein, solche Tierquälereien durch Videoaufnahmen zu beweisen. Wie wohl ich sonst beweisen? Also wird ja sonst, jetzt die Behörden machen ja sogar nichts, wenn ich es beweisen kann. Wenn ich nur mit Zeugen gesagt hätte, wäre erst recht nichts geschehen. Also das ist so in vier Stufen versucht man, das alles zu vertuschen, mit Hilfe Medien, mit Hilfe verlogener Politiker. Das ist jetzt ein typisches Beispiel, wie das so abgeht. Seit 30 Jahren bin ich immer mit solchen Dingen konfrontiert. Vor 2 Jahren hat ja Coop solche Verleumdungen verbreitet. Wir haben üble Aufnahmen aus einer Schweinefabrik, welche Coop-Label Natura Pork hat, Natura Farm. Und das war ganz übel. Dann haben die den Börden Lesern geschrieben, das sei gar kein Natura Farm-Betrieb. Coop habe das nichts zu tun. Habe ich nicht gefallen lassen. Das ist ganz klar, haben blaue Ohrmarken, eindeutiger Beweis. Der Konsumentendienst wusste nicht einmal den Unterschied zwischen grünen und blauen Ohrmarken. Blau ist Natura Farm, grün ist Bio. Die wussten das nicht, aber haben freche Briefe geschrieben. Das sei nicht das erste Mal. Der VGT schreibt immer so Quatsch und das habe mit Coop überhaupt nichts zu tun. Eingeklagt, gewonnen. Zivilrechtlich, wurde verboten, das weiter zu verbreiten vom Gericht, rechtskräftig. Strafrechtlich geht da nichts. Doch, der Verantwortliche vom Coop wurde verurteilt. Hat das angefochten, geht jetzt vor Obergericht, lässt sich das nicht gefallen. Also kurz und gut, dem Konsumentendienst vom Coop darf man kein Wort glauben. Die sind so uneinsichtig bis heute, die haben alles recht gemacht, behaupten die. Es besteht der Verdacht bei Coop, dass einfach aller Tierschutz nur der Peer dient. Ja, klar. Sie würden auf den Tierschutz ganz verzichten, wenn sie einfach nur den Peer-Effekt hätten. So kommt es einem vor als Laie. Ja. Das hat Coop ist auch berühmt, dass sie auch gegenüber dem Konsumenten vor nichts zurückschreckt. Das war ja die Firma, das wurde ja auch ein bisschen 2, 3 Tage beigetreten, aber ich habe das nicht mehr vergessen. Die haben ja abgelaufene Fleischwaren aus den vakuumierten Verpackungen gerissen und auf der frischen Theke wieder verkauft. Und das sagt ja auch einiges aus, dass das nicht drastische Konsequenzen hatte innerhalb des gesamten Betriebes. Das sagt auch viel über diese Firma aus. Ja. Also es ist ein Irrtum zu glauben, Tierschutz sei dem Coop ein Anliegen. Mhm. Es besteht eine Nachfrage. Der Konsument also verkauft mir so etwas. Ist das nicht eine schwierige Behauptung? Nein. Da könnte man dich jetzt auch einklagen. Nein, dass du solche. Ich kann es ganz klar beweisen. Wie? Die Werbung der Coop, die ist ja so stinkverlogen. Die Bilderbuchbildchen, die Coop regelmäßig, ich lese ja der Coop-Zeitung und auch sonst in Coop-Werbung, behaupten, die stellen ihre Label so dar, genau so, was der Konsument erwartet. Heidi, nicht, Geissen, was ist, Peter. Nicht wie ihre Tiere gehalten werden, sondern so, wie die Konsumenten sich das wünschen würden. Und die Realität sieht ganz anders aus. Also, das ist,
es ist rein Konsumententäuschung und Umsatzsteigerung. Um etwas anderes geht es absolut rein gar nicht. Das ist nachweisbar. Reines Marketing, ja. Mhm. Ja. Und dann erlebe ich immer wieder, jedes Mal, wenn ich etwas über Coop schreibe, bekomme ich Leserzuschriften. Also viele Leser schreiben direkt im Konsumentendienst und bekommen eine Antwort, ja, das, was da der VGT schreibt, wir haben das überprüfen lassen, es ist alles, auch in diesem genannten Fall, nachher wurde es überprüft, es sei nichts zu beanstanden gewesen, natürlich, nachdem es in der Zeitung stand, oder? Und so wird, aber das wird dann unterschlagen, also das ist, und überhaupt, was der VGT, der erzählt immer solche Dinge, die gar nicht stimmen. Und dann kommen die Leute zu mir, zum Teil, nicht alle, es gibt die Aufgeklärten und die Leichtgläubigen, die sagen, das schadet dir. Da werde ich angegriffen. Was fällt ihnen ein? Coop sagt, das stimmt gar nicht. Also es stimmt, was Coop sagt. Ja. Nicht, was eine gemeinnützige Organisation, die gar keine finanziellen Interessen hat, aufdeckt. Das ist was die, völlig lächerlich. Ja. Oder? Das ist ja bei Spiegel Online, wenn sie sagen, die amerikanischen Geheimdienste hätten das und das verifiziert. Und da steht wirklich, da stehen die Geheimdienste als Quelle da, als wäre das eine belastbare Auskunft. Und die Leute, die fressen das, weil sie sind in dieser Bubble drin, jetzt sind wir beim Thema wieder, und beim Coop halt auch, gell, die wollen halt auch, man will halt auch glauben, gell, als Konsument. Man will glauben, man will es auch glauben. Wenn man das konsumiert, will man es glauben. Ja. Man hofft es und man macht die Hoffnung zum. Und eben der Glaube der Schweizer, ein Coop, das ist eine namhafte Firma, die setzen sich ein für Tier- und Umweltschutz. Es ist nicht möglich. Ja, Marketing ist auch gut. Es ist nicht möglich, dass die etwas erzählen, das nicht stimmt. Ja. Beim ersten Fall im Thurgau, als der VG gegründet hat, dieser Arenberg-Fall, da hat der Regierungsrat dermaßen gelogen. Die haben eine Pressekonferenz gemacht und diese Staatsschweine waren an diesem Tag, ein paar davon, auf der grünen Wiese. Ah, Staatsschweine meintest du, die Schweine? Arenberg, die Schweine. Nicht die Politiker. Das erste Mal in ihrem Leben kamen ein paar davon während dieser Pressekonferenz dort auf die grüne Wiese. Ich sah sofort, das sind nie Schweine dort, das sieht man der Wiese an. Nachbar hat gesagt, die waren nur während der Pressekonferenz, nie vor und nachher. Und der Regierungsrat hat behauptet, ja, das sei immer so. Und als ich das kritisiert habe... Welcher Regierungsrat war das? Fischer, ja. SVP, das ist schon lange her. Okay. Das war Anfang von diesen 30 Jahren. Ah, okay. Jetzt erste große Sache, zurück. Schon am ersten Tag, ersten Jahr. Und dann hat mir jemand geschrieben, es sei... also mich heruntergeputzt, es sei nicht möglich, dass ein Herr Regierungsrat lüge. Gut, das, was willst du da noch sagen? Die Zeiten sind vorbei. Im Thurgau wird man langsam vorsichtiger, man glaubt nicht mehr alles. Aber das ist überhaupt das Problem, wenn Autoritäten, ich erinnere mich, da gab es, das ist ein wichtiger Aspekt, dass man den Autoritäten glaubt. Deshalb noch ein Beispiel. Ich habe mich, da war mal der Meier 17. Das war ein schon lange, die ältere Generation kam das in der Stadtpolizei. Zürich hat der Chef der Stadtpolizei, die Zahltag wurde noch mit so Kuvert in Bargeld ausgezahlt damals. Bekam jeder mal seine Tasche. Der hat, das steht heute praktisch sicher, alles deutet darauf hin, der hat das gestohlen. Der Meier 17? Nein, der Chef der Stadtpolizei. Ah, der Chef von Meier 17? Der wurde gesehen, wie er mit einer Aktenmasse in diesen Raum ging, von Meier 17, und Leuten wurde beobachtet. Meier 17 war ein Stadtpolizist, der ist ein Fäger. Dem ist das aufgefallen, obwohl das der Chef war, das niemand glaubt. Ist das dem aufgefallen, hat er ein bisschen recherchiert, das hat sich verdichtet, alles hat darauf hingedeutet. Und dann wandte sich das Regime gegen den. Also der wurde dann eines Tages vom Polizei zu Hause abgeholt. Es gibt einen Film darüber und ein Buch.
sehr eindrücklich. Und dann hat er gesagt, da wurde ein Interview, da wusste er, die Mafia ist jetzt los. Wurde er verhaftet, weil er hier Verdacht schöpfte. Und dann kam es vor Gericht. Es wurden Dokumente gefälscht, nachweisbar. Das Gericht, der Einzelrichter, hat das alles im Urteil steht, es ist nicht denkbar, dass der Dr. Hubatka, der Chef der Stadtpolizei, das gestohlen hat. Es ist nicht denkbar, okay. Undenkbar. Und dann wurden alle Beweise weggeschlafen, er wurde entlassen und ruiniert. Und wurde nie rehabilitiert, oder? Bis heute nicht? Später, aber ganz billig. Er bekam dann ein paar tausend Franken, sehr ungern. Aber der Film hat dann stark keine andere Wahl gelassen. Ja. Er wurde dann Wenn man eben als normaler Bürger in der Schweiz unterwegs ist und politisch nicht interessiert oder nicht aktiv ist und einfach vielleicht noch Familie hat, sich um die Kinder kümmert und so weiter und ein normales Leben lebt, dann bekommt man davon einfach nichts mit. Ja. Das passiert einfach alles. Und die Autoritätsgläubigkeit ist schon hoch. Ja. Was in der Zeitung steht und was ein Regierungsrat sagt, das kann nicht unwahr sein. Das ist ein verbreiteter Glaube bis heute. Die Kinder werden auch so erzogen. Oder? Und es ist einfach nicht so, dass jemand, nur weil er sogenannter Volksvertreter ist, wirklich das Volk vertritt. Die haben sehr oft viele eigene Interessen und warum wollen sie unbedingt Politiker werden? Hinter dieser Fassade läuft das Schlimmste ab. Und zum Teil hat auch auf völlig legalisierter Ebene und trotzdem moralisch völlig verwerflich. Ja. Aber eben, wenn halt die Medien, ich kenne zwei Journalisten, die mir beide gesagt haben von der Thurgauer Zeitung, es sei Hofberichterstattung, was sie da machen. Und wenn man halt da nur diese Medien hat, die halt nur Hofberichterstattung machen, dann kommt man halt wirklich zum Schluss, das sind alles anständige Leute, weil niemand will sich ans... Man hört ja nie etwas anderes. Ja, und man will ja niemandem wehtun, weil man will die nächste Home-Story wieder haben, man will wieder das Interview haben können und darum sehr viele Journalisten nehmen einfach den Weg des geringsten Widerstandes. Und es ist ja völlig, ist ja wie überall in der Arbeit, das hat 90% oder 80% der Leute machen Dienst nach Vorschrift und ein paar wenige sind halt dann wirklich die extra Meile gehen und in diesem Fall vom Journalismus jetzt halt wirklich versuchen, eine gute Arbeit zu machen, unabhängig davon, ob das von Vorgesetzten geschätzt wird oder nicht. Und das ist halt eine traurige Tatsache. Ja. Also diese Leichtgläubigkeit und Autoritätsgläubigkeit, die ist extrem gefährlich für die Demokratie. Ja. Wir haben genau diese Zustände in der Schweiz oder jedem Land als Folge. So wenig wie hingeschaut wird, umso mehr kann sich eben negative Entwicklungen breit machen und das ist sehr gefährlich. Ja. Kennst du andere Leute in der Schweiz, die vielleicht auf einem ganz anderen Gebiet als du der Justiz und der Politik so die Stirne bieten wie du? Also ich glaube schon, dass es gibt immer wieder Leute, jetzt vielleicht nicht genauso wie ich. Und nicht 30 Jahre lang vielleicht. Auch. Man kann das auch nur, wenn man eine starke Organisation hinter sich hat. Ein Privater kann sich das. Aber mir kommt nicht niemand in den Sinn. Ja, man hört schon. Ich würde mich jetzt da nicht einzig in dieser Hinsicht nicht als einzig. Ja. Wir wissen auch nicht alles, es tut sich schon. Es gibt immer wieder. Aber du hast jahrzehntelang immer wieder gegen alle Widerstände. Ich kenne keine solche Geschichte. Oder gab es das mal früher? Oder? Ja, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls damit mache ich mich natürlich unbeliebt. Das Regime ist nicht darauf vorbereitet, mit solchen Leuten umzugehen. Die müssen verschwinden. Muss man zuerst. Haben nicht geschafft, mich fertig zu machen. Ja. Nicht geschafft, lächerlich zu machen. Also, und jetzt dann der nächste Schritt ist dann einfach totschweigen. Das ist jetzt so funktioniert es hauptsächlich, aber nicht lückenlos, aber hauptsächlich schon. Es wird über die schlimmsten Sachen, die ich aufdecke, wird nicht berichtet. Das Schweizer Fernsehen systematisch nicht, grundsätzlich nicht, die großen Medien auch nicht. Das wird einfach. Journalistisch hochinteressant, als wenn es vom VGT kommt, nimmt man es nicht. Vielleicht der ein oder andere Zuschauer, der bisher durchgehalten hat und hoffentlich sehr gespannt diesem Gespräch zugehört hat, kommt vielleicht zum Schluss, dass es eine gute Idee ist, dieses Video zu teilen, um so den Massenmedien ein bisschen die Stirn zu bieten. Haben wir noch etwas Wichtiges vergessen? Es ist schon wichtig, dass es solche Alternativmedien gibt. Und ich hoffe, dass die immer größere
mehr Bedeutung erhalten mit den heutigen technischen Möglichkeiten. Also von den Mainstream-Medien werden wir tagtäglich massiv manipuliert und der Leser hat in der Regel gar keine Chance, das zu merken. Er sieht nur einfach das, was er liest, und den Hintergrund kennt er nicht. Ich habe gerade auf Wikipedia gelesen, das sogenannte Gell-Mann-Prinzip gibt es. Und das Gell-Mann-Prinzip lässt sich so zusammenfassen: Wenn du von einer Sache eine echte Ahnung hast, dann stößt du auf einen Artikel und liest ihn durch. Und egal was es ist, irgendein Thema, das dich interessiert, Bergsteigen, egal was es ist, es erscheint ein Artikel, dann merkst du, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Und du merkst, dass der Artikel ist voller Fehler. Nicht bösartig, einfach nicht gut recherchiert, nicht gut zitiert, das was auch immer. Ja. Und dann blättert man die Zeitung um und denkt, oh, Syrien, interessant, was die Russen da so treiben. Und das glaubt man dann wieder. Ja. Sobald man von einer Sache keine Ahnung mehr hat oder es nicht selber Thema ist, das ist am einfachsten, dieses Erweckungserlebnis zu haben, ist, wenn man selber Opfer ist dieser Berichterstattung, wie du es schon dutzendmal erlebt hast, dann merkt man, wie unsauber sie oft auch arbeiten. Nicht mal unbedingt böswillig, sondern unsauber. Dann blättert man die Zeitung um und zieht den nächsten Artikel und dann ist man wieder wie auf Reset gedrückt und man glaubt es wieder. Man hat das Gefühl, nur in einem genau, nur gerade da, wo ich jetzt halt selber eine große Ahnung habe. Also alle kritischen Leute machen diese Erfahrung immer wieder, ja. Ja. Und ich habe es bei mir selber gemerkt, ich bin immer noch in einem positiven Umfang, fast vorwiegend in einem positiven Umfang in der Zeitung erschienen, wegen meinen Firmen oder so, meinem Aktivismus für die Freidenker damals. Und obwohl ich auf wohlwollende Journalisten gestoßen bin, gab es eigentlich nie einen Artikel, den ich gegenlesen konnte und nichts korrigieren musste. Oder sagen musste, das habe ich so nicht gesagt. Interviews sind am schlimmsten. Wenn man wie ich gerne viel redet und nicht gerade so gestanzte Hülsen abgibt, die völlig unangreifbar und nicht schlüssig sind, wenn man ein bisschen zu viel redet, da wird man zusammengefasst auf eine unsägliche Weise, dass man sich selber gar nicht mehr wiedererkennt. Mhm. Und ich habe dann mal ich will nicht die Zeitung nennen, weil es war nicht bösartig, bei einer größeren Regionalzeitung habe ich dann da interveniert und habe gesagt, Moment, das habe ich nicht so gesagt. Und der war richtig beleidigt. Der hat gesagt, doch, das hätte ich so gesagt. Und ich weiß ja ganz genau, wenn ich mein Weltbild, es ging damals um Atheismus, wenn ich mein Weltbild wiedergebe, da weiß ich genau, was für ein Gottesbild oder ein Nicht-Gottesbild ich habe. Und ich weiß genau, welche Worte ich dafür verwende. Ja, ja. Und dann merkt man genau, das hat man nicht so gesagt. Und war so überzeugt. Da wird man mit Wörtern zitiert, die gar nicht zum eigenen Wortschatz sind. Oder das Wort, genau, ja, genau, das sagt heißt, genau. Und es ist immer wieder faszinierend, das wiederholt sich immer wieder für mich, dieses Unverständnis, dass ich nie weiß, ist der Journalist jetzt einfach nicht besonders motiviert, dass er einfach schludert, ist er einfach nicht besonders fähig oder ist fast schon böse Absicht dahinter und ist die böse Absicht wirklich jemanden gegen den Verein zu richten, zum Beispiel in deinem Fall, oder will er einfach nur viel gutes Feedback in der eigenen Redaktion oder will er einfach nur möglichst viele Klicks für den Artikel am Schluss bekommen. Es ist für mich ein ewiges Rätsel. Ja. Wahrscheinlich ist es eine Kombination von allem. Das hast du die Frage, die du anfangs gestellt hast, jetzt selber beantwortet. Du hast gefragt, warum machen das die Journalisten, die ich einklagen muss. Ja. Und, du bist halt viel Medien erprobt als ich. Ich habe gedacht, du hast eine tiefere Einsicht als ich. Ja. Ja. Okay, haben wir das Thema 30 Jahre VGT abgeschlossen. Ja, schon, ja. Zum 50-Jährigen wirst du dann wieder hier sitzen. Nein, definieren genau. Uns hier wieder. Ja. Dann aber mit virtueller Realität und mit schöner, schlanker Apple-Brille. Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du dich wieder und deine Zeit geopfert hast. Und ich wünsche dir und deinem Verein alles Gute. Und ihr, liebe Leute, wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, spendet an VGT. Ich mache es Ihnen wieder auch. Das ist der Vorteil bei Stricker TV. Wir sind vorbelastet und geben es zu. Und der Zuschauer kann sich die Meinung bilden, ob er meine Ansicht teilt oder nicht. Aber ich rate dazu, dem VGT Geld zu spenden. Man kann jeden Franken gebrauchen und das setzt auch gut ein, so wie ich das beobachten kann. Und wenn ihr das nicht wollt oder wenn das euch nicht genügend ist, dann teilt doch zumindest dieses Video, damit möglichst viele Leute auf diese spannende Geschichte von 30 Jahren VGT und dieser vielen großen und kleinen Medien- und Justizskandale mitbekommt und so ein bisschen ein ganzheitlicheres Bild bekommt von unserer Medienwelt und unserer Welt um uns herum, sodass unsere Bubble jede Woche ein bisschen kleiner wird. Vielen Dank.